Herzlichen guten Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe Opening Bell hier im Wrestling Talk Radio. Heute wird Night of Champions getippt. Und an meiner Seite ist heute zum einen das Teammitglied Jan. Hallöchen. Hallöchen, wir sind auf der Road to 200. Road to 200 ist absolut korrekt. Denn wenn am 22. Deutschland wählt, ist das Ergebnis ganz klar Wrestling Talk Radio. Und deswegen an euch, nehmt euch dafür nichts vor, am 22.09. ab 18 Uhr, wrestling-talk.de/wordpress/live, dann seid ihr dabei. So, ganz viel Werbung gleich am Anfang. Jan, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut ist gut. Sehr gut ist sogar sehr gut. Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen. Du bist, letztes Mal war ich ein bisschen enttäuscht, es waren keine irren Ideen von dir dabei. Ich hoffe, das ändert sich heute. Naja, ich streng mich an. Das will ich doch sehr hoffen, ja. Das will ich doch sehr hoffen. Ebenfalls dabei ist der Marc, hallo. Ja, that's what I do. That's what I do. An einem Event, der zweite in Folge, wo dein Liebling sehr wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Anderes Thema. Verpasse ich dir gleich eine, ne? Nicht schön. Jetzt redest du nicht mehr den Rest der Sendung, ne? Ich guck mal. Mal sehen, was noch kommt. Auch Frage an dich, wie geht's dir? Ja, wunderbar. Wunderbar? Wunderbar, da schließe ich mich Jan an. Jan geht's ja sehr gut. Ah. Mir geht's ja wunderbar. Ja, eigentlich geht's mir besser als jemals zuvor. Naja, wir wollen es auch noch nicht. Ja, also das ist ein Insider, den keiner versteht, außer, glaube ich, gerade diese Runde. Wahrscheinlich. Aber das macht nichts. Und wir haben seit langem mal wieder weibliche Unterstützung bei uns im Podcast. Und das ist die Laura. Hallöchen. Hi. Wie geht's dir? Oh, mit euch immer gut. Nee, ganz mit, ehrlich. Oh, schon vorher. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ansonsten gut. Aber ich hoffe, du wirst dich in dieser Runde wohlfühlen. Denke ich schon. Und lässt dich nicht hier unterbuttern von den drei Kerlen. Oh, nee, glaube ich nicht. Das hoffe ich sehr. Wir haben auch noch wieder jemanden, der in Textform mitgetippt hat. Das ist nämlich die Wildcard des Monats. Das ist diesmal der William. Also eigentlich ist es ja Schoko, aber damit reden wir nicht drüber. Schoko ist ja eh derjenige, welche der hier eigentlich wahrscheinlich die Wildcard auf Lebenszeit abonniert hätte. Aber in diesem Monat ist es der William, der die Wildcard gewonnen hat. Und dementsprechend habe ich von ihm, weil er nicht selber dran teilnehmen kann, in Audioform habe ich seine Ergebnisse im Facebook bekommen und werde die auch hier mit einbeziehen. Werdet ihr also auch hören, was unsere Wildcard des Monats tippt. Um selber Wildcard des Monats zu werden, müsst ihr einfach mit unserer Facebook-Seite interagieren, schön immer gefällt mir klicken, kommentieren und wer am Ende des Monats die meisten Punkte hat, ist im nächsten Tippspiel mit dabei. Ganz einfach eigentlich. Das hat so. William und nicht Schoko oder wie habe ich das jetzt gemacht? Schoko hat gewonnen, aber wir haben gesagt, dass nicht immer der gleiche dabei sein kann. Okay. Und deswegen wechseln wir alle drei Monate. Also wenn jetzt im vierten Monat wieder Schoko vorne sein sollte, dann ist er natürlich wieder dabei. Ach so, okay. Ne? Weil sonst wäre es ja unfair, weil so viel wie der Schoko postet, kann eigentlich keiner posten. Und deswegen haben wir da so ein bisschen das X vorgemacht. Dann Grüße an den Schoko, den kenne ich ja nun auch schon. Ja, der war ja beim letzten Mal dabei. So ist das. Ja. Diesmal also der William. Und wir fangen direkt an mit dem Tag Team Turmoil Match. Und wenn ihr die letzte Opening Bell Sendung gehört habt, werdet ihr wissen, dass ich irgendwie so ein Match schon auf dem Radar hatte. Und ich freue mich, dass es tatsächlich dazu kommt. Und ich fange mal an mit dem Jan. Jan, erstmal die Frage, fehlen dir Teams? Findest du die Ansetzung als solche okay? Und dann auch, machen wir gleich noch das Tag-Titel-Match dazu, was ja auf der Main-Card stattfinden wird, dann Shield gegen die Gewinner des Tag-Team-Turmoils. Da ich jetzt vor, na, ich sag mal anderthalb Stunden, wann wir angefangen haben, zum ersten Mal das Match überhaupt mitgekriegt habe, ja, brauchst die Teilnehmer? Ich hab's jetzt vor mir. Okay. Wenn ich jetzt so drüber gucke, zumindest von den etablierten Teams, außer vielleicht Mark Henry und Big Show, was jetzt wahrscheinlich Storyline bedingt nicht dazu kommen konnte, beziehungsweise weil das Kreativteam nicht wusste, dass Mark Henry seit einer Woche wieder fit ist, was ja mal vorkommen kann. Ich meine, wem ist das nicht schon passiert? Ich kotze hier gleich irgendwo rein. Egal, mach weiter. War das Gesangsversuch? Ja, ein bisschen. War schlecht. Ey! Also so jetzt so offensichtliches Team fehlt mir jetzt so nicht. Für die Wyatt Family wäre es zu früh, in sowas mit reinzukommen. Von daher würde ich jetzt fast sagen,
mit, kann man ja jetzt auch nochmal sagen, für die, die es noch nicht wissen, das sind FreeMB. Dann habe ich Tons of Funk bei mir hier stehen, die Usos, die Primetime Players und die Real Americans. Wer denn von 3MB? Na, Drew McIntyre ist ja wieder fit, hat er gesagt. Also würde ich am ehesten auf McIntyre und Mahal tippen. Andererseits, Heath Slater ist halt der Anführer, ne? Ja. Alle drei vielleicht. Ja, vielleicht machen sie es als Freebirds. Warum nicht? Ja. Ist ja jetzt nicht so, als ob sie wirklich eine Chance hätten, das Ding zu gewinnen. Aber das fände ich eigentlich ganz cool. Als Three Birds. Eieieiei. Ja. Three M Birds. Three M, ja. Genau. Jan, dein Tipp. Am liebsten wollte ich ja die Real Americans gegen Shield sehen, aber ich gehe davon aus, dass es doch die Primetime Players werden. Weil Darren Young schwul ist. Was für eine Erklärung. So bescheuert es klingen mag, aber seitdem er sich geoutet hat, geht's nach oben. Und stimmt das nicht. Die Wyatt Family haben den beiden den Arsch versohlt beim Main Event. Ja, aber es ist halt Main Event. Das ist ja. Richtig. Gucken halt so viel. Der Young steht darauf. Nein. Also bitte. Es sinkt für sie das Niveau. Ja, aber nein. Ja, also die Primetime Players werden das schaffen. In das Turmoil im Kickoff. Ja. Und dann? Wenn es dann gegen Shield geht, sehe ich eigentlich nicht wirklich, dass da irgendein Team, also egal wer da kommt, eine echte Chance hat. Also egal wer das Turmoil gewinnt, Shield verteidigt trotzdem. Ja, irgendwie wurschteln die sich da durch. Dafür ist keins von den Teams auch nur annähernd so aufgebaut, als ob die jetzt die Tag Team Champions mal eben so entthronen können. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass jetzt Shield deshalb verliert, weil irgendwer sozusagen das Helmsley-McMahon, wie auch immer, Regime so ein bisschen ärgern möchte. Da sehe ich jetzt auch keinen, der die Eier dafür in der Hose hat, beziehungsweise seinen, dem es egal ist, was mit ihm passiert danach, wenn er sowas Los macht. Los Conquistadores, was dann Christian und Cody Rhodes sind. Dann sehe ich doch eher noch. Ich hab gute Ideen. Das kam einfach eben rausgeschossen. Ja, dann sehe ich noch eher die Matadores, dass die direkt beim Debüt den Titel gewinnen. Weil Shield sich kaputt lacht, Roman Reigns dabei aus dem Ring fällt und Seth Rollins direkt eingerollt wird. Olle! Rollins! Weil Roman Reigns zu groß ist für einen von den Matadoren. Ja, und wahrscheinlich auch zu unbeweglich zum Einrollen. Ganz fies jetzt. Ja, ich bin ein Stein. Ich bin ein Roman. Ich soll ja hier ein bisschen kontrovers sein. Also, Schild. Schild. Noch eine Frage. Wie wollen wir das machen? Wenn PDPs jetzt nicht gewinnen sollten, sondern irgendein anderes Team, soll ich dann ganz allgemein trotzdem das durchgehen lassen oder ist das Match dann schon falsch? Was ich meine? Also wenn... Also, jetzt das Match anders entstehen sollte, dass, weiß ich, eben doch noch Los Matadoros gewinnen und am Ende eben auch Schild, dann ist ja trotzdem deine Ansetzung schon her. Soll ich trotzdem durchgehen lassen? Das ist ja ganz allgemeine Frage, nicht nur in deinem, sondern überhaupt. Also ich würde sagen... Ich würde schon sagen, weil wenn man auf das Schild tippt, dann... Ist schwer, ne? Weil sonst... irgendwie recht, weil das Schild hat er dann doch verteidigt. Ja. Ja. Gut. Das ist wahrscheinlich auch das Leichteste, ne? Das andere muss man so viel mitdenken. Ja, würde ich sagen. Gut, Jan, also PTPs und Schild verteidigt trotzdem. Ja. Haben wir. Marc. Ja, das Turmoil-Match gewinnen ganz klar Mark Henry und Big Show. Und gewinnen dann auch die Tag Team-Titel. Dein Tipp. Habe ich was versäumt? nein, leider nicht mein Tipp. Ich gehe da mit Jan. Das werden die Prime. Aber warum nicht? Ja, weil Big Show wahrscheinlich jetzt erstmal einen gewaltigen Anschiss kriegt und eh nicht das tut, was Triple H will und. Ja, warum nicht? Weil das Regime verhindern wird, dass die beiden da drin stehen. Oh Gott, jetzt kommen mir schon wieder so Ideen. Ich habe auch mir sprudelt auch gerade im Kopf rum. Sprudelt und sprudelt. Nicht nur euch, Jungs. Macht richtiges Deutsch wieder draus. Ja, aber ich möchte es. Das ist doch auch schon mal was. Also, wenn du das möchtest und das tippst, dann ist das dein Tipp, wenn du das möchtest. Also, ich darf auf was tippen, was nicht angesetzt ist. Ja, klar. Das WWE ist Wrestling. Ich meine, dass völlig absurde Dinge schon mal passiert sind, sollten uns, glaube ich, bekannt sein. Gut.
Gut. Du kannst auch auf Mark Henry und Big Show tippen. Oder auf Bo Dallas. Bo Dallas, ja. Bo Dallas und den Follow the Bozard. No more Bo. nee. Don't stop. Dann lieber auf Bo Beverly, wenn ich denn schon jetzt sowas tue. So. Das wären dann die Beverly Brothers, das reicht da ganz ab. Wären dann die Beverly Brothers. Ist Mike ja, du hast doch gerade gesagt, gut. Ich kann tippen, was ich möchte. Ich glaube, das ist nicht ganz genau. Nein, ich tendiere eigentlich eher zu, es werden tatsächlich so, wie Jan das gesagt hat, weil die Primetime-Players, die Usos, waren es letzten Monat und die werden es, glaube ich, noch nicht wieder. Alle anderen sind im Moment nicht in dem Stadium gegen das Shield bei einem Pay-Per-View anzutreten. Mhm. Dann wären es nur noch die Primetime-Players und die würden gegen das Shield verlieren. So sehe ich das auch, aber ich mache es jetzt einfach. Ich tippe jetzt auf Mark Henry und Big Show. So. Also in beiden Matches. In beiden Matches, so. Und wahrscheinlich habe ich jetzt, weil es gar nicht angesetzt ist, zwei Fehler, aber es ist jetzt so. Ich also, möchte das ich mein, und das, ich tippe jetzt. Wenn das Herz das so will, dann will das Herz. Ja, das Herz will das so. Also bei Mark Henry, ich halte das gar nicht mal so für unwahrscheinlich, dass die beiden vielleicht noch reinkommen. Aber wenn die das Ding gewinnen, dann kommt es beim Tag Team Titelmatch, dass dann Big Show Mark Henry in die Fresse hauen soll. Ja, dann wird Big Show aber hier dann, also dann aber Hall of Pain, aber sowas von gegen Big Show. Also das. Übrigens, also Mike Ines lebt noch, für alle, die jetzt aufgeschrien haben. Gott sei Dank. So. Also das Match der Beverly Brothers wäre durchaus möglich. Ja. Großartig. Nein, aber auf die Beverly Brothers gehe ich irgendwie nicht. Ich weiß gerade nicht. Nee? Ach Mensch, warum nicht? Ich denke, nein. Ich, nein. Nein. WTR for Beverly Brothers Reunion. Ja, wenn Steve vor Evolution und vor China sein kann, dann können wir auch für die Beverly Brothers sein. Ich kenne da jemanden, da grüße ich mal den Herrn Marcel Müllen von der PWF, der sich sehr über ein Beverly Brothers Comeback freuen würde. Ein großer Fan dieses Teams. Warum auch nicht? So ist das. Aber, wie gesagt, ich bleibe bei Mark Henry und Big Show jetzt und lasse es jetzt drauf ankommen und das Herz spricht aus mir. So. Das Herz spricht aus dir. Lass es lieber drin im Körper. Ich habe gehört, soll nicht so gut sein, wenn es rausgeht. Es spricht ja auch nur aus mir. Es bleibt ja drin. Ach so. Es spricht ja aus mir, nicht neben mir. Ah, okay. So. Gut, dann ist das alles gut. Dann müssen wir uns um die Gesundheit erstmal keine Sorgen machen. Und jetzt kommt die Laura. Jetzt hast du ganz viel Zeug schon gehört. Absurdes Zeug auch. Was ist dein Tipp? Ich muss trotzdem auch auf die Primetime-Players tippen. Ich gehe da echt mit den Jungs. Weil das ist das Einzige, was in irgendeiner Weise für mich realistisch scheint. Wie schon gesagt, über die Usos waren es letztes Mal und alles andere, nee. Also bei dem ersten Match auf keinen Fall. Und trotzdem sage ich, wird das Shield verteidigt. Also genauso wie Jan. Ja. Also ich muss ja sagen, ich wäre ja für Brodus Clay und Tensai, also jetzt mal von Mark Henry und Big Show, dass die nicht drin sind, davon mal ausgegangen. Aber da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Die sind im Moment ja sowas von unten angesiedelt. Das, ja, und halt irgendwie voll das Comedy-Team. Also ich glaube, ich rechne ihnen keine Chancen aus. Nein, aber Tensai ist einfach ein so guter Wrestler und Brodus Clay steht einfach irgendwie dick daneben rum. Und ich würde da schon, aber es wird natürlich nicht passieren, brauche ich nicht drüber reden. Mhm. Wie gesagt, es ist leider, dass die beiden zu weit. Ja, Tensai hat man ja so ziemlich alles genommen. Leider, ja. Den Manager, dieses komische grüne Zeug, das der am Anfang noch hatte, sogar das laute Namen hat man ihm geklaut. Das was? Ja. Und das Lord. Ach so, das Lord, ja, das stimmt. Aber selbst als Lord Tensai durfte er ja auch nicht wirklich überzeugen. Er hat zwar Siege gegen John Cena und CM Punk da gehabt, ne, aber das war nicht wirklich überzeugend. So wie was man vielleicht, wenn man über diesen Tellerrand, den bei uns ja ganz gerne genannt, wie es bei uns gerne genannt wird, hinausguckt, wenn man ihn da sonst gesehen hat. Das war einfach viel zu wenig. Schade, und wer schuld? Ich nicht. Ja. Ja, ich wasche meine Hände in Unschuld. Die WWE, weil die Carl Anderson nicht verpflichtet haben. Das ist auch nie entstanden, ne? Das gab's doch irgendwie Anfang des Jahres, die Diskussion, dass Carl Anderson zur WWE soll. Ja. Aber jetzt, wo das große Development Center da eröffnet wurde, ist er irgendwie kein Kandidat mehr, ne? Sind viel zu viele auf einmal da. Ja. Scheinbar ist er untergegangen. Ganz ehrlich, ich finde so, die WWE hat ein bisschen ein zu großes Roster. Wenn man mal so überlegt, wen man schon lange alles nicht mehr gesehen hat. Ja, wenn wir gucken, bei NXT haben wir aktuell, ich glaube, 87 Talente. Also in Ausbildung und schon aktiv bei NXT. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber auch wenn man sich mal das Main Roster anschaut, es gibt genügend, die irgendwie entweder gar keine
große Zeit kriegen, dass man sagt, man sieht sie gar nicht mehr. Sieh zum Beispiel mal einen Zack Ryder oder sowas. Wann hast du den zuletzt bei Raw, SmackDown oder überhaupt irgendwas gesehen? Na, bei Raw, da stand er im Hintergrund auf der Rampe, ne? Ja, schon, aber ich meine halt jetzt irgendwie mal im Ring oder Match sowas oder in einem Segment zumindest. Schon ein bisschen länger her, ja. In Long Island hatte er ein Match und war die WWE total überrascht, dass das Publikum noch so gut auf ihn reagiert und wollte eigentlich was für ihn basteln. Also sollte eigentlich das Team mit Kurt Hawkins wiederbelebt werden, aber irgendwie ist das ja jetzt auch schon wieder ein ganz schönes Weilchen her und ist ja bisher nicht umgesetzt worden, also wahrscheinlich längst vergessen. Finde ich eigentlich schade. Ich finde auch, er kann eigentlich was, wenn man mal über den Tellerrand guckt, wie du gerade so schön gesagt hast. Ja, aber das können sehr viele und kriegen halt diese Möglichkeit nicht, ne? Mhm. Eben auch, weil die schon da sind, es eben auch nicht gerade schlecht machen. Naja, obwohl halt schwer, bei manchen möchte ich da doch sehr zweifeln, wenn ich mir zum Beispiel Ryback angucke. Also ich bin wirklich kein Fan von ihm. Ja, sehr gut. Alleine der Gang jetzt schon, also das ist ja sowas von absurd. Er hat die Hose voll. Also der hätte von mir aus da so weit oben in der Card echt nichts zu suchen. Du, von mir aus muss der gar nicht in der WWE. Genau, schmeiß ihn raus. Ja, also. Da gucke ich mir doch tatsächlich lieber Biggie Langston an. Und das ja, was heißt. Stimmt. Sogar und ich muss jetzt wieder ausbrechen und sagen, Ryback ist nicht der, der mich am wenigsten unterhält bei WWE. Also ich finde den nicht so schlecht wie ihr. So. Die Promos finde ich nicht schlecht. Aber sobald die Musik ertönt und er mit seinem komischen Schlendrian zum Ring läuft, denke ich mir, oh Keule, hau ab. Echt. Naja, also ich weiß nicht, kennt ihr diese EWR Booker Battle Spiele? Ich habe den Typen damals erstes gefeuert. Okay. Ja, kann man machen. Ja, ne? Kann man machen, muss man nicht, aber kann man. Gut, also Laura, du sagst PTPs und Schild. Ja. Gut, dann habe ich noch den William, der sagt, er hofft eigentlich auf die Real Americans. Problem ist halt bloß, dass wir ein Face-Team brauchen für die Sieger, weil ja die Champions entsprechend hier sind. Deswegen sagt er genauso wie ihr auch die Primetime-Players und sagt aber im Gegensatz zu euch, dass auch die PTPs neue Tag-Team-Champions werden. Oh. Also das Argument mit den Real Americans ist sicherlich sehr gut. Mhm. Das andere glaube ich nicht. Aber gut, man wird sehen. Er glaubt, dass das Zeit wird, dem Schild hier langsam den Titel abzunehmen, aber sagt auch, dass seine Entscheidung wahrscheinlich sehr mutig ist. Aber dann hätten die Primetime-Players die Wyatts besiegt beim Main Event. Das ist für mich der ganz große Anhaltsfaktor, warum die Primetime-Players nicht Tag-Team-Champions werden. Aber Marc, wir haben doch schon so oft überlebt, dass jemand aus einer Niederlagenserie einen großen Titel gewinnt. Ja, es war aber keine Niederlagenserie, es war eine Niederlage und der Rest waren ja. Aber die hat kaum einer mitbekommen. Trotzdem. Dann, oder zumindest hätte es einen Unentschieden gegeben. Es wäre irgendwas passiert, wir werden es sehen. Einfach glaubwürdiger ausgesehen hätte, im Endeffekt. Rutschen denn vielleicht die Wyatt Family oder die debütierenden Los Matadores noch mit dazu? Sind Los Matadores denn Heels? Wahrscheinlich eher, nicht? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird ein Face-Team. Ja, dann. Alleine dieses Klatschen verkehrt. Und Ole, 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 das kann Publikum wunderbar mitmachen, ist face-lastig. Dann würde ich das gar nicht mal ausschließen, dass vielleicht die das Überraschungsteam sind und das. Aber gleich den Tag-Team-Titel glaube ich mir auch wieder nicht. Und schon gar nicht das regimegestärkte Shield. Man muss ja denken, Shield, das ist nicht nur das Shield, es ist auch noch das Triple H Shield mittlerweile. Ja. Und es würde dann automatisch das Shield komplett aus der Tag-Team-Szene rausrutschen, weil die Gegner wären dann automatisch die Real Americans. Und ganz ehrlich, bei The Shield möchte ich auch irgendwie trotzdem Randy Orton nicht ganz vergessen, weil irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass der, wenn der sehen könnte, dass The Shield irgendwie Probleme kriegt, ja, keine Ahnung, irgendwie auftaucht oder was weiß ich was. Ah, das ist nicht, nee, glaube ich nicht, das ist nicht sein Bier. Sie müssen ihm helfen, aber er ihnen nicht. Naja, oder Triple H zumindest. Irgendwo ja, Triple H kann ja alles umdrehen oder... Ja. Richtig, es kann ja auch der Titel beim Pay-Per-View wechseln. Und bei Raw heißt es, ihr seid noch gar nicht unter. Also jetzt am Beispiel der Los Matadores, die besiegen beim Pay-Per-View das Schild. Und bei Raw sagt Triple H, wer seid ihr? Ich habe euch gar nicht unter Vertrag. Wrestler, die bei mir nicht unter Vertrag stehen, können keinen Titel gewinnen. Und Schild kriegt den Titel zurück. Mhm. Könnte man eine Story draus machen und schon wären die Matadore relativ stark dargestellt, auch wenn sie natürlich Titel wieder verlieren, aber sie wären relativ schnell oben. Angekommen. Ja. Also natürlich ganz viel hätte, wäre, wenn, ne? Aber wer weiß es denn. Das könnte natürlich sein. Ich tippe was ganz anderes als ihr. Denn ich tippe auf die Usos. Ich glaube, dass dieses Match beim Kickoff so stark war, dass die WWE das bei einem Pay-Per-View haben will.
Und deswegen sage ich Usos gegen Schild beim Pay-Per-View und trotzdem Schild verteidigt. Okay. Oder aber das ist die Möglichkeit wirklich für Schild, für die Usos endlich den Titel zu gewinnen. Denn ich glaube tatsächlich, von diesen ganzen Teams, die hier in dem Turmoil drin sind, sind die Usos am ehesten Stand jetzt Tag-Team-Champion-Kaliber. Und deswegen würde ich mich sehr freuen. Die Frage ist halt bloß, wo geht's dann hin mit denen? Denn so richtig eine Perspektive gibt's da leider nicht. Das ist das große Gegenargument, was ich dann habe. Aber ich lehne mich hier aus dem Fenster und sage, die Usos gewinnen. Auch weil ich eben dieses Match nochmal sehen will, was mich beim Kickoff da wunderbar unterhalten hat. Bei welchem Pay-Per-View war das? Ihr sagt nicht, es war nicht SummerSlam, ne? Nee, war sie davor. Also was war vor dem SummerSlam? Müsste Money in the Money Bank. Money in the Bank. Ja. Ja. Das war ein richtig gutes Match und war vielleicht sogar Match des Abends. Ne? Aber die Usos sind, finde ich auch, das ist so, bei denen habe ich das Kofi Kingston-Problem, die sind mir zu kaputt gemacht. Ohne dass man wirklich mal was konkret bei den Usos ändert, ist das für mich immer nur ein Übergangsteam. Und das merke ich an Kofi Kingston, ich möchte ihn nicht mehr als Champion haben. Nicht so, wie er jetzt ist und wie er immer war. Und das habe ich bei den Usos das Problem auch. Die sind einfach zu kaputt gemacht. Und dann gewinnen sie mal 2 Wochen, dann verlieren sie wieder 3 Wochen, dann gewinnen sie wieder. Da ist nie irgendein Konstanter, nie gewesen. Und also so möchte ich sie eigentlich nicht als Tag-Team-Champions, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist richtig. Sie wären dann wahrscheinlich die Übergangs-Champions für Los Matadores. Tja, wahrscheinlich. Wenn es dann vielleicht so kommt, dann wären die Matadore wieder Heel, ne? Dann wären sie Heel, ja. Trotzdem muss ich ganz das ehrlich sagen, dass mir das Shield irgendwie immer noch lieber ist. Keine Ahnung. Ich finde sie zwar, seit sie mit Triple H jetzt zusammenarbeiten, in Anführungszeichen, finde ich, sie haben so ein bisschen Farbe verloren. Aber trotzdem. Das ist auch die Absicht dabei. Ja, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, sie gefallen mir noch besser als die meisten anderen Teams. Aber so ein Turmoil ist natürlich die Möglichkeit für ein Team, was bisher nicht im Tag-Team-Titelgeschehen drin war, reinzukommen. Ja, also muss ein Match gewinnen und schon ein bisschen Nummer 1 Herausforderung, muss noch ein Match gewinnen, das ist die Titel. So, ist natürlich auch für ein Team, was vorher vielleicht null Siege hat oder aus einer Niederlagenserie kommt oder bisher völlig unbedeutend war, die Möglichkeit, an einem Abend sich durchzusetzen und den Event als Champion zu verlassen. So wäre nicht das erste Mal. Ja, also aber so bei den Teams, die drin sind, glaube ich dann nicht. Also das jetzt. Ja, dann wäre wahrscheinlich am ehesten, nach meiner Erklärung gerade, wird wahrscheinlich 3MB das Ding machen. Nein, auf keinen Fall. Nein, das ist ein bisschen absurd, ne? Ja, zu absurd. In der WWE ist ja bekanntlich nichts unmöglich. Aber das ist fast unmöglich. Ich bleib dabei. Glaube ich auch. Ich tippe auf die Usos im Kickoff und auf das Schild im eigentlichen Event. Weiter geht's mit den Damen. Und zwar geht's um den Divas-Title zwischen Championess AJ, Brie Bella, Naomi und Natalya. Laura. Also da mich AJ ja eigentlich schon seit über einem Jahr irgendwie mir einfach bloß noch auf die Nerven geht. Und ich weiß, damit mache ich mir jetzt da draußen echte Feinde. Hoffe ich fast, dass Natalya das Ding gewinnt. Ich glaub's zwar nicht, aber ich würde es ihr wünschen. Natalya. Einfach nur, weil du AJ nicht magst, oder? Einerseits, weil ich Natalya fast am stärksten finde von dem Ganzen, fast am besten einfach wrestlingtechnisch. Ich weiß nicht, sie gefällt mir von den 4 einfach am besten. Und ja, eben andererseits, weil ich AJ einfach nicht mehr sehen kann. Okay. Marc? Ja, ich würde das auch Natalya tatsächlich am meisten gönnen und bin auch für Natalya. Aber irgendwie glaube ich, AJ wird sich da irgendeinen Weg bei den 3 Gegnerinnen, ja im Prinzip, die sie hat, wird sie sich suchen, wird sie finden, nachdem sie erstmal ordentlich auf den Arsch bekommt und wird tatsächlich den Titel behalten. Also mein Tipp ist AJ. Ich bin für Natalya, aber mein Tipp ist AJ. Und ich finde sie auch nicht so schlecht wie Laura, das muss ich auch sagen. Aber ich würde Natalya auf jeden Fall mehr gönnen, weil die hätte es wirklich jetzt mal verdient, mal wieder. Aber noch nicht hier, glaube ich. Darum AJ mein Tipp. Dann bei Battleground. Das ist möglich. Ist ja der nächste, ne? Ja, mir ist diese 3-gegen-1 Situation, die ist mir schon ein bisschen fast zu deutlich, dass AJ den Titel verliert und genau deswegen verliert sie den Titel nicht. Weil irgendwann werden sich die anderen 3 Damen auch wieder in die Haare kriegen, ob sie ein Total Divas sind oder nicht. Und müssen sie ja auch, weil eine kann nur das Ding gewinnen, Elimination ist es nicht, also sie müssen AJ nicht ausschalten. Und wie gesagt, AJ wird erstmal ordentlich auf den Arsch bekommen, das ist ganz klar, aber irgendein Weg, glaube ich, wird die Gute in ihrem Wirrenköpfchen finden. Und dann das Ding tatsächlich irgendwie gewinnen. Irgendwie abschauen. Und sei es nur dann irgendeine Ablenke von Biggie Langston.
Vielleicht doch. Das. Aber der soll dabei, ja, der oder? Soll ja, nee, der soll ja dauerhaft getrennt bleiben von AJ. Ah, na, na Gott sei Dank. Weil Biggie Langston soll als Face gepusht werden. Aber Biggie ist doch so verliebt in AJ. Tja, das, du, ist von einer Woche auf die nächsten passieren Dinge, die nicht mehr wahr sind. Also war das AJ Styles-Syndrom, seine Liebe. Na gut. Ah, fangen wir bloß nicht damit an. Ich ärgere mich sonst wieder bloß drüber. Aber eine AJ haben wir ja hier auch mit drin. Das, geht das schon, passt schon dann gerne. Sogar, richtig. Das ist das AJ. Ja. Es muss das AJ-Syndrom sein, tatsächlich. Das AJ-Syndrom. You first heard it on Wrestling Talk Radio. Das AJ-Syndrom. Genau. Also Tipp ist dann auch AJ passend bei mir und ja. Ja, absolut. Der William ist ja der Experte für die Damen, habt ihr ja vielleicht schon beim TNA-Roundtable gehört. Er ist absoluter Damen-Wrestling-Fan und deswegen schreibt er, ich freue mich natürlich auf das Damen-Match, doch auf Brie Bella hätte ich dann doch verzichten können. Für mich wird der Sieg hier zwischen Netty und AJ ausgemacht und ich tippe einfach mal auf Netty. Wenn sich das Finish nicht wieder versaut, in Klammern. Also, weiß nicht, ob das ihre Schuld war oder die vom Ref, aber gut. Damit danach vielleicht eine Fehde mit Paige gestartet werden kann. Ehrlich gesagt zähle ich schon die Tage bis zum Paige-Debüt. Also William tippt auf Natalia und hofft daraufhin, dass Paige von NXT raufrutscht in den Hauptkader endlich. Und dann vielleicht NXT Damen-Champion gegen WWE Divas-Champion. Wer weiß. Jan, was sagst du? Wir haben jetzt zweimal Natalia, einmal AJ. Ich würde es Natalia durchaus gönnen, das Ding mal zu gewinnen. Allerdings, ich bin mir sehr sicher, dass wenn Natalia das gewinnt, sie den Titel auch sehr, sehr schnell wieder los wäre. Wahrscheinlich schon bei dem beim Raw oder spätestens SmackDown danach. Und das. Gegen Brie Bella. Och. Oder gegen Alicia Fox. Na dann lieber Bella. Egal, oder Oksana. Mir egal, solange es nicht AJ ist. Warum magst du denn AJ so? Also was, warum? Keine Ahnung. Mir geht es schon seit über einem Jahr einfach bloß noch kräftig auf den Keks. Okay. Ich mag AJ. Also ihr hättet mich schon so um die Raw 1000 rumfragen können. Da habe ich euch schon sagen können, ich kann sie nicht ausstehen. Du kannst bestimmt nicht so schön hüpfen wie sie. Sehr witzig. Will ich auch gar nicht können. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dieses Divas-Match wird besser als das bei Raw letztens. Habt ihr das gesehen, das Sex-Divas-Tag-Team-Match? Ja, war wrestlerisch absolut hochwertig. War nach gefühlt drei Minuten vorbei. Ja, Damen-Match halt. Multi-Diven-Match halt. Waren da eigentlich überhaupt alle Diven einmal im Ring und haben auch ein oder zwei Moves gezeigt? Das macht gar nichts. Brie Bella hat es tatsächlich, glaube ich, tatsächlich nicht in den Ring geschafft. Ich glaube, die war. Stimmt, die hat danach ganz wütend getwittert. Ich habe ja live geguckt, die Raw-Ausgabe-Ausnahme. Große Ausnahme, wegen Edge. Eigentlich, aber hat dann hinterher ganz fies getwittert, oder ganz böse getwittert, dass ihre Tag-Team-Partnerin sie nicht eingetaggt haben. Ich zu fassen. Unglaublich. Jan. Ja. So, jetzt schließe ich mal meinen Tipp ab. Ja, auch wenn ich gerne sehen würde, dass Natalia das gewinnt, glaube ich doch, dass AJ es am Ende macht. Und um auf William nochmal zurückzukommen, auch wenn ich es schön finden würde, wenn Paige als nächstes das Debüt geben würde, ich glaube, es wird Sasha Banks, weil sie hat sich die Brüste machen lassen. Damit ist sie jetzt bereit für die große Liga. Und Sasha Banks hat gestern gerade getwittert, dass sie gerade total aufgeregt ist, weil der Undertaker im Development Center vorbeigeschaut hat. Das ist auch schon Grund genug, dass sie twittert etwas. Eigentlich ist sie ein Grund, dass sie rausfliegt, weil sie was twittert, was Insights sind. Ha. Ich finde, von den ganzen Diven, die wir haben, ist Sasha Banks mit fast die Schwächste bei NXT. Also NXT sehe ich jetzt. Aber sie ist eine fertige Wrestlerin. Also war sie ja schon ewig, ewig ist Quatsch, aber lange wrestelt, ist sie relativ fertig. Ja, trotzdem von denen, die da unterwegs sind, meiner Meinung nach wirklich fast die Schwächste, wenn nicht sogar die Schwächste. Okay. Also ich finde sowohl, Emma brauche ich gar nicht drüber reden, auch Paige, auch, wie heißt die andere da? Ich komme jetzt. Bailey? Nee, die Naive. Das ist doch Bailey. Bailey, ja, Bailey, natürlich. Ja, klar, logisch. Genau. Sagt er nee. Ja, du hast recht. Ich hatte Haley verstanden, deswegen war ich... Ach so, nein. Nein, Bailey, genau. Auch die zum Beispiel finde ich
prinzipiell stärker, aber gut. Die schwächste für mich ist immer noch Summer Rae, muss ich leider so sagen. Aber die hat ja, aber die hat aber ein tolles Auftreten, so vom Richtig, die ist Charisma stark, ja. Sie sieht aus wie Maryse, das stimmt. Ist das denn was Schlechtes, auszusehen wie Maryse? Nein. Das Problem ist, wenn man aussieht wie Maryse, aber schlechter als Maryse, im direkten Vergleich. Naja. Ich glaube, ihr Problem ist Fandango. Denn bei NXT alleine die Einzugsmusik finde ich von Summer Rae absolut großartig. Das ist fast der so Ohrwurm-Charakter, auch wenn es bloß Klingeling ist. Finde ich richtig toll und da ist auch das Auftreten besser, weil sie eben nicht tanzt, sondern ja mit so einem Strut zum Ring geht, also wirklich Ego aus allen Poren rauskeucht. Also ich muss ehrlich sagen, Fandango finde ich jetzt eh nicht sonderlich toll. Und das wirkt natürlich entsprechend auch auf Summer Rae. Mhm. Wenn die also anders auftreten würde, würde man wahrscheinlich auch das ganze Ding anders bewerten, ne? Ja. Jan, du sagst trotzdem AJ? Ja, und mit Fandango, ich glaube, das hat sich auch bald aus Fandango. Aus Fandango? Ja. Gott sei Dank, ich war irgendwann richtig genervt von dem Entrance. Wird er wieder Johnny Curtis, meinst du? Alleine, weil ich das Tag Team wiedersehen möchte, Johnny Curtis und Curtis Axel. Oh ja, also da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Ne? Das war ja bei Chaka schon mal Thema. Das war wirklich gut. Ich kann auch, weil die beiden sich auch gefunden haben irgendwann. Ja, ich kann auch verraten, bei What If 3, die beiden werden da wieder was miteinander zu tun haben. Sie werden vereint in What If 3. Cliffhanger, Jan. Ja. Cliffhanger. Wahnsinn. Ein bisschen Werbung muss sein. Endlich mal mit Profis arbeiten. Wunderbar. ich tippe auch auf AJ. Auf dem gleichen Grund wie Jan, wie Marc. Ja, Jan eigentlich auch, ist ja eigentlich wurscht. Aber, macht ja nichts, Klaus. Matze. Danke, Harald. Mensch. Stimmung, genau. Nein, ich sehe das wirklich genauso, einfach, dass die drei Gegnerinnen hier offensichtlich zu viel sind und genau deswegen nicht zu viel sind und AJ sich irgendwie durchsetzen wird. Das ist WWE-Logik. Und ich fände es gut. Denn ich mag ja bekanntlich AJ. Ja. Das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Und ich fand auch die heißt es? Pipe Bomb Shell Promo. Fand ich richtig, richtig stark. Und ich finde aber, dass die Kommentatoren jetzt bei Raw AJ ein bisschen kaputt gemacht haben. Denn sie haben ja komplett dagegen geredet und sich über das Tattoo lustig gemacht und alles sowas. Und ich weiß nicht, ob sowas angebracht ist. Aber gut, ist wie es ist, ne? Ja. Scheint nur mir aufgefallen zu sein, also ist vielleicht auch nicht so wichtig. Keiner sagt was dazu, also. Also ich habe auch nicht komplett gesehen, vielleicht war es bei mir nicht mit bei. Okay. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich. Kommentatoren. Ich habe es zwar gesehen, aber irgendwie nach dem Match-Segment fand ich es dann großteils relativ langweilig. Und du magst ja auch AJ nicht, deswegen hast du wahrscheinlich weniger hingeguckt und hingehört. Genau, ich glaube, da habe ich gerade getwittert. Ja, also auf jeden Fall haben sich die Kommentatoren über AJ als Charakter lustig gemacht und dass sie sich nur das Datum ihres Titelgewinns im Nacken tätowiert hat und sind dann von dem Thema nicht mehr weggegangen. Und AJ hat sich versucht, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dass es doch um den Titel geht und nicht um sie. Und also die Kommentatoren haben es versaut. Doch, jetzt finde ich sagst, aber ich habe tatsächlich nur mit einem Ohr dahin gehört. Aber du hast recht, ja, irgendwie sowas war da, ja. Ja, stimmt, irgendwas war da. Aber am Ende vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich finde es nur sehr schade, dass sowas dann gemacht wird, weil da baut AJ mehr oder weniger mit so einer Promo Interesse auf in der Damen-Division und die Kommentatoren machen es eine Woche später wieder kaputt. Das ist sehr schade. Oder zwei Wochen später ist es ja eigentlich, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Also, das ist nicht AJs Schuld in dem Sinne, weil sie hat sich eigentlich ganz gut verkauft da beim Kommentieren. Aber gut, gehen wir weiter im Event und hier ist die erste Frage, geht es um den Titel? Denn es ist ja Night of Champions, Curtis Axel hält den Titel, muss doch eigentlich um den Titel gehen, wenn es heißt Curtis Axel und Paul Heyman gegen CM Punk. Marc, geht es um den Titel? Nee, geht es offensichtlich nicht und das finde ich auch eigentlich fast tragisch, denn Night of Champions ist ja nun mal das Konzept, dass es um die Titel geht. The only night where every WWE title is on the line. Und ich meine, das hebt die Veranstaltung ja auch ab von anderen B-Pay-Per-Views. Ja. Und das ist ein Fehler. So, es wird nicht um den Titel gehen, glaube ich nicht. Wäre irgendwann doch jetzt, denke ich, mal angesprochen worden.
Und nee, wird es nicht. Außerdem ist mit der Stipulation Paul Heyman verhauen sowieso genug da drin. Also es wird nicht um den Titel gehen, aber es ist, wie gesagt, es ist dann könnte man auch die Veranstaltung anders nennen jetzt im Prinzip, wenn das nicht mehr der Sinn dieser Veranstaltung ist. Also zum Beispiel Battleground. Ja, oder Breaking Point. Ich finde, Battleground ist für das Match noch viel besserer Name. Ja. Aber na gut. Also wie gesagt, finde ich sehr schade, wird nicht drum gehen und finde ich es ganz schwer zu tippen. Einerseits denke ich, CM Punk kann dieses Match gar nicht verlieren. Und die Leute wollen auch sehen, dass er seine Hände an Paul Heyman kriegt. Dann wiederum denke ich mir, es kann eigentlich auch wieder nichts passieren, dass Paul Heyman dann nochmal wegkommt, weil das hat er schon mal geschafft, dort wegzukommen. Und das werden sie nicht 1-1 wiederholen, dass es wieder einen Tiefschlag von Axel gibt und wieder der gute Punk im Endeffekt da Schläge bekommt. Also wenn Punk gewinnt, dann wird er auch in irgendeiner Weise an den guten Paul Heyman rankommen, zumal ja auch die Stipulation besteht, dass Paul Heyman, wenn er sich dem dann nicht stellt, wohl sowieso erledigt ist. Ja. So, und darum finde ich, ist dieser Kampf unglaublich schwer zu tippen. Ich kann mir nämlich auch wiederum nicht vorstellen, dass CM Punk, weil wenn der jetzt einmal an Paul Heyman kommt, dann müsste man Paul Heyman ja eigentlich ein paar Wochen nicht mehr sehen. Weil dass CM Punk ihn dann nur ein paar Mal ohrfeigt oder mal den Hahn zieht, das wird ja nicht passieren. Er wird ihn dann ja wohl ordentlich den Allerwertesten aufreißen. So, und das finde ich, macht dieses Match zu tippen ganz, ganz schwierig. Ich tippe aber jetzt auf CM Punk. Weiß aber eigentlich gar nicht warum. Wahrscheinlich wird es doch wieder anders ausgehen und irgendwie schafft Paul Heyman es da wieder raus. Da müsste er halt gewinnen. Nur Axel pinnt Punk, wenn Heyman eingreift. Aber andererseits wollen die Leute ja auch wieder sehen, dass Heyman da bekommt. Und irgendwo. Kann man ja trotzdem machen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Nur wie gesagt, die Flucht hatten wir schon bei Raw. Wo es ja schon er muss nur lange genug durchhalten. Ja. Also Heyman jetzt. Also wie gesagt, diesen Kampf finde ich aufgrund dieser Sache unglaublich schwer zu tippen. Ich entscheide mich jetzt für Punk. Okay. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich denke, Punk wird es irgendwie machen und dann wird Paul Heyman wahrscheinlich gewaltig einen von Latz bekommen. Tja. Ja. Mag sein. Der William sagt, man schaltet den Pay-Per-View unter anderem ein, um zu sehen, wie Punk Heyman in die Finger bekommt. Da der Titel hier anscheinend nicht auf dem Spiel steht, muss Punk hier einfach gewinnen. Schade, denn ich mag Axel. Also, auch William sagt CM Punk. Jetzt ist die Laura dran. Okay, und ich muss sagen, ich habe hier so ein bisschen meine eigene Theorie. Und zwar wird ja schon länger spekuliert über einen neuen Paul Heyman-Guy. Also könnte ich es mir gut vorstellen, dass Punk erst Axel ausschaltet. Und in dem Moment, wo Heyman ausschalten will, irgendwie von hinten attackiert wird, was weiß ich. Aber dann haben wir eine Disqualifikation und dann besteht die Regel, die ja von dem Regime, sogar von Triple H ja unterstützt wird, dass sich der gute Heyman bei einer Niederlage Punk stellen muss. Also es kann nicht wieder so eigentlich gehen, dass dann, wer auch immer der neue Heyman-Guy ist, mit Heyman dann CM Punk da wieder vermöbelt. Das kann eigentlich nicht der Hintergrund sein oder das, worauf es hinausläuft. Eigentlich. Also ich hatte bloß gelesen, dass man eben Axel jetzt angeblich absichtlich verlieren hat lassen, eben einfach, damit man diesen neuen Heyman-Guy genau dann einführen könnte. Ja, natürlich nicht unmöglich, aber wie gesagt, bei einer Niederlage, egal wie sie kommt, müsste sich Heyman Punk stellen. Anders als wäre das, was die Leute wollten. Tja, ich sag ja, der Kampf ist sehr schwer zu tippen, finde ich. Mache sein, dass da jemand Neues auftaucht. Das ist möglich. Aber ich sage, wenn es zu einer Niederlage führt, dann müsste Heyman ran. Ja, aber wie gesagt, das ist einerseits das ist natürlich das, was die Leute unbedingt sehen wollen, dass Punk Heyman endlich in die Finger kriegt. Und andererseits wäre es halt gleichzeitig ein Debüt einfach für wen auch immer neu ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das sehen will. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob ich das sehen will, weil wie gesagt, dadurch würde eigentlich die Konsequenz sein, dass Heyman wochenlang nicht da sein kann, denke ich. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Außer man schaltet ihn immer wieder via Satellit zu. Das könnte natürlich auch sein. Ja, mit blauem Auge und Haare ausgerissen und Ohr irgendwo hängt. So nach dem Motto, aber hat man ja schon öfter mit Wrestlern gebracht. Ja, das wäre möglich, ja. Ich erinnere nur an HBKs gebrochenen Arm. Ja, wie gesagt, also ich sage, dieser Kampf war für mich da, ich habe jetzt einfach auf Punk getippt, weil ich irgendwas tippen sollte. So.
Aber Laura tippt ja dann auch CM Punk. Ja, ich tippe jetzt einfach mal auf Punk via DQ. Gut, das soll. Willst du wirklich durch die Q mittippen? Wenn es nicht durch die Q ist und der gewinnt mit Pin, kriegst du keinen Punkt. Egal, ich sag jetzt einfach CM Punk. Ach, egal wie. Haben wir schon gut. Dreimal CM Punk, ne? Das, ja. Okay, na gut. Und Jan, jetzt geht's darum, ich hab mir ja schon fast gedacht, dass du jetzt eigentlich kommst mit der Theorie eines neuen Paul Heyman Guys. Wir waren uns ja schon mal einig, wer das wird. Ja. Bleibst du noch dabei? Also ob es jetzt wirklich Corey Graves wird, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich da sehr viele Kandidaten aktuell sehe. Mehr als noch vor einem Monat, ja. Ja, also selbst, na gut, Christian jetzt nicht mehr durch War, aber vor War hätte ich mir sogar Christian vorstellen können. Mhm. Ansonsten, also wirklich, je nachdem, wo das Match auf der Karte ist, wären Rob Van Dam immer noch eine Alternative, die ich sehe. Selbst ein Big Show könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, so nach dem Motto, bevor mich hier die da weiter von McMahon Helmsley, schließe ich mich wem anders an. Der beschützt mich noch ein bisschen. Ja, der meine Rechte so ein bisschen vertritt. Also, und von NXT so gefühlt auch jeder zweite. den ich mir da vorstellen könnte. Am Ende wird deshalb auch der Intercontinental-Titel nicht auf dem Spiel stehen, weil Punk natürlich erstmal den guten Curtis Axel pinnt, wodurch Punk ja dann den Titel hätte. Und dann geht's ja weiter. Ist ja ein Handicap-Elimination-Match, falls sich das nicht bis jetzt geändert hat. Ich glaube, dass er dann den Titel noch nicht hätte. Dass er erst noch Heyman auch. Er muss beide gewinnen. Ach so, weil sonst hätte nämlich nach meiner Theorie dann Heyman am Ende den Titel, weil er am Ende Punk pinnt. Und so, nee, ich glaube, dass das Heyman, wenn er gewinnt, dass die Titelverteidigung für Axel wäre. Ah, wenn der Titel nachher auch im Spiel stehen sollte, was wir jetzt ja nicht genau wissen. Aber so oder so, der Titel würde auf jeden Fall in dem Lager bleiben. Aber wenn denn Heyman das Ding hätte, das wäre für mich auch ein bisschen seltsam gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass erst Axel ausgeschaltet wird. Ja. Und dann es schon dazu kommt, dass Punk so ein bisschen mit Heyman, aber dann halt es einen Eingriff gibt. Und der wird natürlich nicht zur Disqualifikation führen, weil der Referee noch von Curtis Axel abgelenkt ist, der natürlich erstmal nicht vom Ring weggehen möchte. Das oder von Paul, der ja auch irgendwo noch bei ist. Ja, also da wird mit Sicherheit irgend sowas dann passieren. Es sind ja genug Leute am Ring, die den Ringrichter mal so ein bisschen festhalten können, dass er mal in die falsche Richtung guckt. Und da wird schon irgendeiner von hinten kommen, Punk 1 überziehen und dann wird entweder, falls Heyman das dann noch selber kann, wird er schnell draufrobben und sich drauflegen, ansonsten wird halt draufgerollt. Und dann hat sich also die Kiste. Also, du sagst, Heyman gewinnt. Ja. Gut. Damit gewinnt das Team. Heyman, Axel. Hast du denn eine finale Vermutung, wer denn dann der neue Heyman-Guy sein könnte? Magst du dich da irgendwo festlegen? Also, ich möchte immer noch, dass es Corey Graves wird, einfach weil er meiner Meinung nach reinpasst. Weil er so ein bisschen was von einem jungen CM Punk hat, finde ich so vom Auftreten auch. Und weil ich einfach gerne das von den Alternativen, die ich jetzt so am stärksten sehe, das was ist, was ich auch gerne als Match sehen wollen würde. Dass Heyman sagen könnte, ich habe den besseren CM Punk gefunden. Ja. Und daraufhin halt wirklich eine länger laufende Fehde zwischen Corey Graves und CM Punk entstehen könnte. Denn irgendwie muss man es weiterführen und gegen Curtis Axel hat er jetzt so oft gekämpft, das kann man jetzt nicht noch ein, zwei Pay-Per-Views ziehen. Brock Lesnar wird jetzt auch nicht bei der Survivor Series jetzt haben wir erstmal Breaking Point, da braucht man erstmal einen Gegner und bei der Survivor Series Battleground haben wir jetzt. Ja, Battleground, Breaking Point. Ach, die WWE hat auch immer schöne Namen. Ja, und bei der Survivor Series kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da Lesnar jetzt einen Auftritt hat in einem Match gegen Punk, außer die machen wirklich ein Survivor Series Match. Die Heyman-Familie gegen Punk und Punk and Friends. Ja, Punk and Friends. So ungefähr. Also, irgendwo muss man ziehen. Punk-Rock. Wir haben Punk und nein, egal. So. Oh Gott, aber nicht Punk und The Rock. Also dann... Ja, das war ja. Punk-Rock. Ja. Punk-Rock-Funk, dann hast du noch Tanz auf Funk mit bei. Ja. Sowas wollen wir nicht. Bitte rede weiter, damit ich mich nicht noch weiter hier festrede. Um auf den Punkt zu kommen, Heyman am Ende
hoffen wir, dass es Corey Graves wird. Oder vielleicht jemand, an den wir jetzt noch gar nicht denken. Ja. Vielleicht überrascht die WWE ein Jahr mit jemandem komplett. Solomon Crowe. Von mir aus? An mir soll es nicht liegen. Heißt er doch jetzt. Ich glaube, also Solomon auf jeden Fall. Und ich glaube, Crow ist der Nachname. Also Sami Callihan, für die das jetzt gerade nicht verstehen. Ja. Neuer NXT-Name. Könnte ich mir auch sehr gut als Paul Heyman-Guy vorstellen. Ja. Einfach, weil er von der Mentalität da absolut reinpasst. Auch wenn sich, glaube ich, Paolo und er nicht so wirklich kennen. Also ich weiß, ECW-Zeiten war Sami Callihan Fan, aber ob die sich je begegnet sind, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich schon, aber ob die eine Verbindung haben, gut, ist Wrestling, kann man herzaubern. Vielleicht hat er wahrscheinlich zu Corey Graves auch nicht. Ja. Vielleicht wird es ja auch Johnny Curtis. Man weiß es nicht. Ja. Oder es wird eben wirklich es werden mehrere. Curtis Axel verliert den Posten als Heyman-Guy. Und vielleicht werden es ja sogar beide, Corey Graves und Solomon, weil er eben das Vertrauen in Curtis Axel verloren hat, weil er ja eben nicht mal Kofi Kingston besiegen konnte. Ja, das ist... Wer weiß es denn? Gut, aber Jan, wir sehen hier auf jeden Fall den Matchausgang sehr, sehr ähnlich. Ich habe nämlich auch auf dem Radar, dass das Match mehr oder weniger zwischen Axel und Punk lange laufen wird. Dann aber irgendwie Punk das Match gewinnt und es kommt eben zu diesem Aufeinandertreffen zwischen Heyman und Punk und das ist mir einfach zu offensichtlich, dass Punk das Ding macht und deswegen muss es Heyman machen. Wie am Ende, weiß ich nicht. Ist mir auch relativ egal. Ich glaube, die Ansetzung ist einfach zu offensichtlich, dass Punk das Match nicht gewinnen kann. Das ist so Wrestling-Logik. Heyman ist im Match und muss definitiv besiegt werden, damit Punk gewinnt. Deswegen passiert genau das nicht. Also gewinnen Curtis Axel und Paul Heyman. Aber vorher schafft es eben CM Punk, Curtis Axel zu besiegen. So. Muss ich noch aufschreiben? Curtis und Paul. Gehen wir in die letzten beiden Matches. Und da geht es um die jeweils hohen Titel. Und zum einen haben wir ADR gegen RVD. Und natürlich fange ich ja mit dem Mark an. Ach, du Schande. Ja, ich befürchte, nachdem 2011 der Höhepunkt des World Heavyweight-Titels war, wird es 2013 der Tiefpunkt des World Heavyweight-Titels. Es wird einem Mann gegeben, der den Titel nicht respektiert, der das Business nicht respektiert, der die Liga nicht respektiert, der seine Fans nicht respektiert, dem sowieso alles am Arsch vorbeigeht, der bewiesen hat, als er WWE-Champion war, was er auf diesen Titel, auf diesen wunderbaren Sport, den wir alle so lieben, gibt. Und ich könnte noch weiter haten und ich reg mich schon wieder auf und darum lasse ich's. Ich tippe auf Alberto Del Rio, weil ich niemals auf Rob Van Dam tippen werde. Punkt, Schluss, aus. Ich hab schon RVD geschrieben. Nee, geht weiter. Punkt, Schluss, aus. Alberto Del Rio, hoffentlich. Aber ich fürchte ganz Schlimmes. Du tippst Del Rio. Ich tipp Del Rio. Ich tipp nicht für RVD. Ich hab schon Rob Van Dam geschrieben. Nein. Mein Tipp ist Alberto Del Rio. Ich kann nicht gegen Mark Henry tippen und ich kann nicht für Rob Van Dam tippen. Genauso wenig wie für Jeff Hardy und bestimmt noch zwei, drei andere, aber Alberto Del Rio. So. Übrigens, Leute, wir haben ein Match vergessen. Ne, kommt noch fair. Was, also, oder was meinst du denn? US Championship Match. Ne, ist noch nicht offiziell bestätigt. So. Ist nicht wirklich da. Aber da kommt nachher noch eine Frage zu. Okay. Wir haben mal alles gedacht. Gut, Laura, dann sag was zu Alberto und Van Damme. Ich mach's ganz kurz, ich konnte Van Damme noch nie leiden, also Del Rio. Dankeschön. Ach, dankeschön. Großartig. Ganz kurz macht es. Jan? Ich muss leider auf Jean-Claude tippen. Voll. Mhm. Allerdings wird das Ganze vielleicht für 30 Sekunden halten. Weil dann ja, der gute Sandow eingreift. Ja, genau. Das wäre ja nicht die einzige... Ja, stimmt, den haben wir ja auch noch ganz vergessen. Soll ich den Cash-In mit Punkt, willst du dafür einen Punkt haben, wenn das passiert? Wenn es passiert, würde ich dafür keinen Punkt. Das dann brauchst du auch nicht aufschreiben. Nee. Aber also wenn RVD gewinnt, ist es ganz klar für mich, dass da der Koffer kommt. Dann wäre ja nicht nur der intellektuelle Retter, sondern auch der World Heavyweight Titel Retter. Wunderbar. Ja, genau. Wenn es denn schon so kommen muss. Ja. Und er rettet uns dann vor den ungewaschenen Massen. Ja, und vor dem ungewaschenen RVD. Ach. Ungewaschenen. Das ist aber eine schöne Übersetzung. Ja. Ungewaschenen. Das ist von Otto abgeguckt wahrscheinlich. Die Übersetzung. Ja, ich fürchte nur bei Damien Sandow, so wie im Moment da steht, nicht, dass der da noch verliert. Dass er da die Nummer 2 macht nach John Cena. Mhm.
Also, ich möchte gar nicht erst, dass Rob Van Dam den Titel die Finger kriegt, dann kann halt alles gar nicht passieren und dann ist gut. Puh, ja, der William schließt sich dem Ganzen so ein bisschen an. Ich lese das mal vor, ist ein bisschen mehr Text. In der letzten Raw-Ausgabe war ADR siegreich, wohingegen RVD gegen Ryback eher schlecht aussah. Sieht nach WWE-Logik aus, wie ein siegreicher Rob Van Dam beim Pay-Per-View. Aber ich mag Del Rio Stiffness und leide zusätzlich an dem Ich-kann-RVD-nicht-mehr-sehen-Syndrom. Hoffentlich ist er bald wieder weg. Oder von mir aus kann er auch in der Midcard mit Kofi Kingston rumspringen. Aber einen RVD muss ich in 2013 nicht mehr haben. Sieg und Titelverteidigung für ADR. Alles andere würde mich wohl in den Wahnsinn treiben. Geht mir genauso, ja. Kann ich unterschreiben. An dieser Stelle möchte ich jetzt ja mal den Marcel grüßen. Nur mal so, wo ich über Rob Van Dam gerade hier abgehatet habe. Weiß dann schon Bescheid, ne? Der Marcel weiß Bescheid. Haben wir neulich, auch also neulich, vor ein paar Tagen gerade erst wieder drüber geschrieben, dass wir uns in einigen Punkten... Der Dämon? Genau der. Da sehr gemeinsam. Heißt das eigentlich Dämon oder heißt das Demon? Du, das weiß ich gar nicht. Ich habe bisher auch nur. Er möchte mir bitte antworten, ob es Dämon oder Demon heißt. Ich habe bisher mit ihm darüber auch noch nicht gesprochen und auch nicht geschrieben. Aber gut, ihr wisst auch über Ausdrucksweisen schreiben. Ja. Aber darüber haben wir noch nicht gesprochen. Nein. Aber wie gesagt, er sei gegrüßt an dieser Stelle und er weiß warum. Ja, und er wird auch wahrscheinlich bald wieder mal in einem Roundtable sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Kann ich euch ja schon zusammen einplanen, wenn ihr euch dann schon kennt. Wir kennen uns schon, ja. Dann müssen wir mal gucken, wann es das so weit sein sollte. Hoffentlich ist Rob Van Dam auf der Card, die wir dann besprechen. Und Mark Henry. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt der große Mark Henry-Fan ist, da bin ich ja wieder alleine, aber bei Rob Van Dam... Ja, aber du musst doch hoffen, dass Mark Henry... Ja, ich hoffe immer, dass Mark Henry auf der Card ist, das ist ja ganz klar. Nur da, das hat jetzt speziell nichts mit Marcel zu tun, aber Rob Van Dam wären wir dann... Es gibt eine Diskussion, weil Marcel ein Rob Van Dam-Fan ist. Oder was? Nein, Marcel ist gerade kein Rob Van Dam-Fan. Er sieht das genauso wie ich. Und wahrscheinlich solltest du das nicht zusammen machen, weil wahrscheinlich hören wir nicht mehr auf, über Rob Van Dam zu schimpfen. Ach du, irgendwann zieh ich schon die Reißleine. Ja, das musst du dann wahrscheinlich auch. Und wenn nicht, gibt es hier sowas wie Skype Kick-Out. Ja. Wenn ihr euch wieder beruhigt habt, hol ich euch wieder. Ich kenne auch so ein paar Leute, die in diesem Ich-kann-RVD-nicht-mehr-sehen-Syndrom leiden. Ich kenne aber auch viele, die genau das Gegenteil haben und ihn bis dato nicht mehr gerne gesehen haben und seitdem er wieder in der WWE ist, es eigentlich ganz gut finden. Mhm. Ja. Nein, danke, ich brauche ihn trotzdem nicht. Kenne ich auch einige. Was vielleicht sogar verständlich ist, weil es wirklich gar nicht schlecht ist, was er zum Teil macht, aber ich kann trotzdem nicht drüber hinweggucken, was er alles eben schon gemacht hat, so in der Vergangenheit. Also ich möchte ja gerne mal Mark bei einer Sendung hören, wenn es endlich mal das Dream Tag Team gibt, RVD und Jack Swagger. Und dann vielleicht noch gegen Jeff Hardy und wollte ich gerade sagen, das Schlimmere wäre noch Jeff Hardy, Rob Van Dam. Das sind meine beiden. Ja, also die haben auf der Rückliste, auf der rückwärtigen meine Platz 1 und 2. Also von wahrscheinlich hinten. Noch gegen Jeff Hardy und vielleicht Kurt Angle, der dann besoffen zum Ring getruckelt hat. So, jetzt aber gut. Das möchten wir nicht. Nein. Ist dann wohl so eine Albtraumkarte, ne? Ja. So ungefähr, ne? Ich würde gerne sehen, dass Damian Sandow mit dem Titel den Event verlässt. Das wäre cool. Ich sehe aber nicht, dass Alberto Del Rio dafür den Titel hat. Deswegen brauche ich die Zwischenstation Rob Van Dam. Solange er das Ding auch wieder sofort wieder verliert, kann er das Ding von mir aus auch gerne. Ja, haben. Aber für mich ist irgendwie, also ist ja inzwischen bekannt. Ich war mal Rob Van Dam-Fan, bin es aber jetzt schon länger nicht mehr. Ich gucke mir zwar seine Matches auch hin und wieder mal ganz gerne an. Ich finde auch jetzt das Aktuelle ist eben nicht schlecht. Dennoch ist für mich immer so ein bisschen dieser bittere Beigeschmack. So kann ich es, glaube ich, am ehesten sagen. Und ich will aber Rob Van Dam nicht als World Champion haben. Egal für wie lange. Ich brauche aber Rob Van Dam als Zwischenlösung, dass eben dieser Cash-In erfolgreich sein kann. Und alleine der Sieg von Sandow gegen Rob Van Dam bei Raw ist irgendwie so ein bisschen so ein Anzeichen dafür. Vielleicht aber auch zu viel Anzeichen, dass genau das eben nicht passiert. Die Frage ist dann aber, wer dann gegen Del Rio? Denn wir haben ja keinen im Moment. Okay. Oder ist Ray Ray schon wieder fit? Ich glaube nicht, oder? Ja, da findet sich schon einer dann bei Raw. Okay, ja, wer hat ja nichts zu tun. Mark Henry hat nichts, das stimmt. Mark Henry ist ein guter. Oh, großartig, ja bitte. Aber das stimmt, das könnte die Ausweg-Variante sein. Das wäre natürlich für mich ein innerer
Ja, aber das würde aber bedeuten, dass Sandow dann über kurz oder lang gegen Mark Henry eincasht. Ja, und da verliert er. Da wird er der Zweite, der ein Cash versaut. Ja, klar. Warum frage ich dich denn? Siehste wohl, so läuft's nämlich. Dann. War nicht wirklich schlau. Also ich tippe jetzt, Mann, ich will nicht auf Rob Van Dam tippen. Nein, ich tippe Rob Van Dam und Cash-In von Sandow. Na, oder Matze, du tippst einfach, dass sich noch bevor das Match endet, liegen einfach beide K.O. im Ring, sowohl RVD als auch Alberto, und dann kommt Sandow rein und gewinnt beide gleichzeitig und gewinnt damit nicht nur das Match, sondern auch den Titel. Ja, dann brauchen wir die Zwischenstation nicht. Ja. Das wäre cool. Das wäre definitiv mal ein Überraschungsmoment. Das wäre auch was noch nicht gegeben hat, mit dem Money in the Bank kommt. Ja, aber ich glaube, in ein laufendes Match kannst du deine Klausel nicht ein oder deinen Vertrag nicht einlösen. Wo steht denn das? Also ich glaube nicht. Bei TNA ging's. Ja, bei TNA geht viel. Das eigentliche Problem ist doch immer, dass die Gegner stehen müssen, dachte ich bisher. Ja. Naja, das gut, das hat Match anderthalb muss stehen. Bei Brian auch nicht gemacht. Tja. Naja, gut, da war aber auch Triple H der Referee. Nein, ich bleib dabei. Rob Van Dam gewinnt das Ding und wird danach noch attackiert von Alberto und dann kommt eben Sandow raus und erfolgreicher Cash-In. So, bevor wir nämlich hier an diesem Match hängen bleiben, was nicht unbedingt ein schönes Match ist zum Hängen bleiben, obwohl ich glaube, dass es ein gutes Match wird. Ja, aber alleine die Situation, dass Rob Van Dam das Ding irgendwie macht, ist ein ganz bitterer Beigeschmack. Das warten wir jetzt erstmal ab. Ganz richtig. Ruhig. Vielleicht erwischt man ihn vorher noch mit Drogen. Man weiß es nicht. Wer weiß, wer weiß. Ja, vielleicht schafft er es gar nicht auf seinen zwei Beinen zum Ringen, dann hat sich. Aber da ist ja Jeff Hardy eher der Kandidat für mich. Ja, ich glaube, das so dumm ist dann ein Rob Van Dam auch nicht. Naja, also nicht. Ich erinnere nur an den WWE und den ECW-Titel seinerzeit. Und naja. Wo werden wir über Dummheit reden? Aufgegangen. Ja. Wo wir schon bei Dummheit sind, gehen wir ins nächste Match. Kann ich eher Desinteresse. Na egal, mach weiter. Denn jemand, der aktuell seitens des neuen Regimes als dumm bezeichnet wird und als nur an sich denkend, ist ja ein Daniel Bryan. Der steht aber trotzdem im WWE-Titelmatch. Und das Regime hat es nicht verhindern können. Kurt Cobain hat es bestätigt. Boom, boom, ging gerade mein Handy. Und dann ging das Randy Orton, natürlich, der aktuelle WWE-Champion. Und ich sag mal, Jan fängt an. Jetzt kommt was. So ist schon mal Anfang. Ja, ich glaube zwar, dass es das Finish auch schon mal irgendwann irgendwo mit Sicherheit in der WWE oder in der WCW gegeben hat, aber ich sage, Daniel Bryan gewinnt erst das Match und dann kommt Triple H raus und sagt, was weiß ich, dieses Running Knee, was er da jetzt gerne mal gezeigt hat, oder der Yes-Lock hat sich in den letzten Wochen als gefährlich rausgestellt, hat sich bei irgendwer verletzt und wurde deshalb gebannt, hat zwar keiner vorher erfahren, aber wenn es um die Sicherheit der Wrestler geht, man möchte ja nicht, dass irgendwer verletzt wird. Ich meine, Christian, dem muss ja auch was... Doing what's best for business. Ja, genau. Und deshalb wird dann nachträglich Daniel Bryan disqualifiziert und der gute Randy Orton behält seinen Titel. So, wie soll ich das jetzt tippen? Randy Orton gewinnt. Durch DQ. Er gewinnt. Durch irgendwas, was der Herr Hunter macht. Ja, vielleicht auch die McMahon. Frau McMahon, Mrs. McMahon. Stephanie. Ja, genau. Mrs. Gut, Marc. Undertaker Punk hatten wir, glaube ich, sowas. Breaking Point. Undertaker ist hier gar nicht dabei. Warte mal. Nein, so ein Finish. Da war auch das Hell's Gate gebannt und dann wurde das Match neu angeläutet. Bei SmackDown mal, ne? Nee, das war Breaking Point, glaube ich. Müsste Breaking Point gewesen sein. Hm? Okay. Ich glaube, das war auch immer bei irgendeinem Orton-Match mit einem Punt-Kick, oder? Kann auch sein. Ich hab auch immer auf dem Radar, aber ich würde es eher in die WCW packen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich kann das nicht greifen. Mit dem, das Finish, was Jan da gerade beschrieben hat. Aber ich komme nicht drauf, was für ein Match. Punk Undertaker war auf jeden Fall so eine Situation, dass okay. Es geht dann von Teddy Long damals, der unter Druck gesetzt war. Naja gut, ganz anderes Jahr. Orton wird das Ganze gewinnen
Und zwar wird Orton das Ganze gewinnen, weil Triple H es zu verhindern weiß, in irgendeiner Art und Weise. Da werden Hunter 1000 kreative Pedigree-Ideen einfallen, das zu verhindern, dass Daniel Bryan dort Champion wird. Egal wie, das Regime wird alles daran setzen, dass das Face der WWE auch den Titel behält. Zumindest dieses Mal noch. Mag sein, dass es danach dann irgendwelche Stipulation-Matches gibt, die dann irgendjemand anderes ansetzt, der da auch noch was zu sagen hat, der vielleicht noch dazukommt. Weißt du was ich, ob Linda wieder auftaucht, ich habe keine Ahnung. Oder Sheriff Austin, man weiß es nicht. Aber dieses Match kann Punk eigentlich, kann Daniel Bryan eigentlich nicht gewinnen, weil das Regime es irgendwie zu verhindern weiß. Okay. Ja, Orton bleibt Champion. Orton bleibt Champion. Der William sagt, der Titel wird hier nicht wechseln. Aber die Frage ist, ob man die Leute mit einem Feel-Good-Moment nach Hause schickt oder Trips neue Corporation weiterhin mit Dominanz aufbaut. Ich tippe mal auf einen Sieg von Bryan ohne Titelwechsel. Okay. Laura. Also ich glaube auch, dass Orton die Halle als Champ verlässt. Irgendwie wäre alles andere ein bisschen komisch, nachdem man die Jungs da, vor allem Orton da jetzt aufgebaut hat. Allerdings würde es mich freuen, es gibt ja Gerüchte, dass Edge angeblich bei der Night of Champions wäre, wenn der sich dann zumindest in die Ecke von Bryan stellen würde. Ja, weil Gerüchte habe ich auch gehört. Cutting Edge bei Raw, das hat sich schon so ziemlich angedeutet irgendwie. Und als Triple H da meinte, er wird Daniel Bryan jemanden in seine Ecke geben, da hat der schon ganz hoffnungsvoll in Richtung Edge geguckt. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir Edge da beim Pay-Per-View nochmal sehen. Und dank Gerüchten, die ich jetzt wieder gelesen habe, dass man Edge angeblich untersucht hat, ob der nicht auch zumindest ein Spear zeigen könnte, wenn das was geworden wäre, ich würde mich echt freuen, nochmal so ein Spear von Edge zu sehen. Der dann vielleicht sogar zum Titelgewinn führt, oder er soll bloß für genug Ablenkung sorgen? Ich denke da eher an die Ablenkung, weil ich glaube kaum, weil irgendwie sind Edge und Bryan ja die Faces. Irgendwie wird es nicht zu Faces passen, finde ich. Und wer weiß, vielleicht geht der Spear ja sogar direkt gegen Triple H. Oder gegen ein Schildmitglied, was draußen versucht einzugreifen. Ja. Oder gut, ein Spear gibt es zwar so in der WWE auch. Ich meine, Reigns zeigt das Ding, Big Show, was weiß ich. Aber von Edge ist es eben einzigartig. Wir hatten bei der GWF am Wochenende übrigens auch einen Spear, denn Edges Trainer Joey Legend war ja am Wochenende bei uns bei der GWF und das Publikum chantete dann auch Edge und Spear und irgendwann packte Joey Legend eben auch den Spear aus. Ja, oder Berlin bedient. Hier NEW Max hat ja auch den Spear. Aber Bad Bones ja auch, wenn wir jetzt schon bei Spears aufzählen sind. Ja, aber der nutzt auch den Codebreak. Goldberg. Big Show. Christian. Haben wir schon gesagt, hörst du nicht zu? Sorry. Dann war ich gerade irgendwie in Gedanken über nichts anderes. Bestimmt bei Mark Henry. Wahrscheinlich. Ja, eben dann, Christian. Naja, aber Bad Bones, wo du gerade bei ihm warst, der zeigt auch den Codebreaker. Ja. Von meinem Lieblingswrestler. Aber jetzt weichen wir ja ein bisschen zu weit. Stimmt. Dein Lieblingswrestling-Move oder dein Lieblingswrestler? Nein, mein Lieblingswrestler ist Chris Jericho. Okay, also dein Lieblingswrestling-Move hast du gerade gesagt. Ja. Okay. Zumindest einer davon. Auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht steht Edge ja tatsächlich in der Ecke von Bryan. Ich glaube zwar, wie gesagt, dass Randy Orton das Ding als Champ verlässt, aber wie mag ich jetzt mal nicht zu behaupten. Ich denke mal, das wird ein riesen Chaos mit Orton, mit Shield, mit Bryan, wahrscheinlich auch noch mit Hunter. Aber Daniel Bryan gewinnt durch Countout oder durch DQ, irgendwie? Denke ich schon, aber es wird keinen Titelwechsel geben, leider. Ich würde es Bryan echt gönnen. Vielleicht auch mit dem Gobbledygooker. Man weiß es nicht, Wolfgang Kach. Ist übrigens bei den schlechtesten Gimmicks aller Zeiten nur auf Platz 24. Das verwundert mich jetzt stark, muss ich sagen. Ich hätte den Gobbledygooker wesentlich höher platziert. Aber gut. Wer ist denn Platz 1? Jetzt fragst du mich gleich wieder so eine Sache, die ich nicht beantworten kann. Warte. Platz 1 hast du im Kopf? Nein. T.L. Hopper. Ist auch gar nicht richtig, was ich gerade gesagt habe. Gobbledygooker ist auf Platz 2. Wunderbar. Und auf Platz 1 ist Fantasio, der wunderbare Fantasio. Fantasio, ich fand Fantasio großartig. Der Unterhosentrick ist legendär. Ja. Hat es ja auch nur einmal gegeben. Dennoch hat er es geschafft, auf Platz 1 zu landen. Wunderbar. Wo steht denn T.L. Hopper? T.L. Hopper ist nicht mit drin. Ich? Der Klo-Mann ist nicht mit drin, ich glaub's. Doch, auf Platz 21. Ah, wunderbar. Okay. So.
Wollen wir das jetzt aufhören? Ja, du kannst doch die ganze Liste vorlesen, aber das ist irgendwie nicht das Thema. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das könnt ihr mal sagen, ob ihr sowas mal hören wollt. Könnt ihr die Kommentare schreiben, ob ihr hören wollt, welche die most absurd Gimmicks in Wrestling History sind. So, also Laura sagt auch Daniel Bryan. Haben wir also zweimal Randy Orton, zweimal Daniel Bryan. Aber beide sagen kein Titelwechsel. Dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich habe das Problem, dass ich glaube, dass wir diese Fehde noch länger laufen sehen werden haben, ist. Ja, wieder viele Verben reinmachen, damit es Sinn macht. Deswegen sehe ich keinen Titelwechsel. Ich glaube, dass wir zum Abschluss einen Titelwechsel haben. Also dann Daniel Bryan eben endlich sich durchsetzt gegen diese ganzen Widrigkeiten. Bis dahin aber immer Randy Orton irgendwie die Nase vorn haben wird. Und irgendwann wird Daniel Bryan einfach alles schon kennen, dass die nichts mehr haben, und die werden genau diese Sachen, die sie in den Matches immer wieder probiert haben, wieder probieren. Daniel Bryan wird das alles auskontern und wird genau dieses Match gewinnen. Dafür muss aber erst noch einiges passieren, was er dann in diesem letzten Match eben immer wieder vorbereitet sein kann. Und deswegen glaube ich, dass Randy Orton das Ding hier am Ende doch irgendwie mit einem Pin oder, ja, mit einem Pin, Aufgabe wäre Quatsch, mit einem Pin gewinnt. Aufgabe? Hat Orton eigentlich irgendeine Aufgabe gegriffen? Mir fällt gerade auf die Schnelle nämlich keiner ein. Puh. Naja, irgendwas wird er dann schon ja, zaubern. Headlock, das ist ja, macht er ja sehr gerne. Also ein Finisher hat er nicht, aber... Finisher, dafür gehen nicht, nee. Naja, die Gegner drohen in die Tasche zu kacken, bis der aufgibt. So, haben wir das geklärt? Weil es so stinkt, oder warum? Okay, gut. Thema haben wir ja alle schon gehabt, ja. Aber eben aus diesem Grund, weil ich eben... überlege, wie es weitergehen kann, würde ich mich einfach freuen, wenn das mal, also wenn der Titelgewinn von Bryan kommt, würde ich genau das gerne sehen, dass eben das Regime genau diese Sachen, die in der Vergangenheit schon geklappt haben, wieder probieren, aber dann Daniel Bryan entsprechend vorbereitet ist und sich gegen alles erwehrt und am Ende den Titel gewinnt. Um dieses Ganze eben umzusetzen, vielleicht bei der Survivor Series dann, muss bei den nächsten zwei Pay-Per-Views eben noch irgendwas passieren, was Orton zur Titelverteidigung bringt. Ja. Und deswegen sage ich Randy Orton. Ja, das wird das Regime ja auch im Moment da ihren ganzen Glanz kosten, wenn Daniel Bryan jetzt sich den Titel holt. Ich meine, dass die ganze, das Face der WWE und bla und die ganze Geschichte da und dann ist der Titel gleich weg. Also das, da würde ich absolut gegen wetten. Aber wir werden es erleben. Und du brauchst ja dann auch für danach brauchst du ja wieder einen Gegner. Ja, genau. Also das wäre ja, ob jetzt Daniel Bryan den Titel gewinnt oder Randy Orton, das Ding geht ja weiter zwischen den beiden. Ja. Wenn aber der Titel erst im November wechselt, beispielsweise, dann wäre Randy Orton relativ schnell raus aus dem Titelgeschehen und du brauchst einen neuen. Das heißt, du hast genug Aufbauzeit, um jemand Neues zu finden. Deswegen glaube ich, ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Ja. Ja, und du willst ja auch diese ganze Machtsituation, diese ganze Triple H jetzt im Prinzip als vom SummerSlam bis heute und immer weiter jetzt oder vorangehend jetzt als die mächtigste Person, zumindest handelnde Person bei WWE präsentieren. Und ja. Wie gesagt, dass er gleich bei der ersten Titelverteidigung Ortons keinen Weg findet, um eben den Wechsel zu verhindern, das halte ich, wie gesagt, fast für ausgeschlossen. Mhm. Aber gut. Gut. Sind wir uns eigentlich vom Fakt her relativ einig? Randy Orton verlässt als Champion den Event. Sind wir uns bloß nicht einig darüber, wer das Match gewinnt? Genau. Hatte irgendjemand auf Daniel Bryan als Champion getippt? Nein. Nein. Ach so, gut. Dann. Nee, das sage ich ja. Sind wir uns einig über den Grundausgang, aber eben nur über den Matchausgang nicht. Mhm. So, Mann, jetzt kommt. Immer wenn ich von Daniel Bryan höre, entschuldige, wenn ich jetzt hier unterbreche, aber warum kommt mir da immer sofort diese Edge-Promo in den Kopf von Monday Night Raw? Ich fand die einfach genial. Weil du Edge so toll findest. Auch. Trotzdem fand ich das Promo einfach cool. Was mir der Mark Henry ist, dir der Edge. Ach nee, der Chris Jericho. Ja. So war das. Ja, das macht ja auch nichts. Der Y2J. Genau. Wir haben noch eine Zusatzfrage. Geben das Seine, mir das Meiste. So. Mm, ja. Gut. Die hat Laura ja vorhin schon angesprochen. Nämlich die Frage, ob wir zu diesen 5 Matches auf der Maincard weitere Matches bekommen. Das Offensichtliche, da wir Night of Champions haben, ist eben das US-Titelmatch. Also Dean Ambrose-Titel auf dem Spiel stehend. Dann hätten wir 6 Matches, was immer noch wenig ist. Beim SummerSlam hatten wir 7. Eigentlich 8, sogar mit dem Main-Event noch und den ganzen Geschehnissen drumherum. Das
Dafür sind 5 Matches auf einer Card einfach zu wenig. Und jetzt seid ihr gefragt, welche Matches kommen dazu? Kommen Matches dazu? Wenn ja, welche? Und wer gewinnt? Und ich fange mit Laura an. Also ich schätze auf jeden Fall, dass ein US Championship Match noch kommen wird. Ja. Und so wie ich das sehe, Dean Ambrose vielleicht gegen Ziggler? Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich da sagen, Dean verteidigt. Allein schon okay. Meiner besten Freundin, einer verdammt guten Freundin von mir zuliebe, Nina, liebe Grüße an der Stelle. Hallo Nina. Also Dean Ambrose. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch mein Tipp. Hast du noch weitere oder reichen dir dann 6 Matches? Reichen tun sie eigentlich nicht, aber wenn ich ehrlich bin, fällt mir gerade nichts Gescheites ein, was man noch bringen könnte. Also die Frage ist, das Steven-Match, wird es vielleicht länger gehen als sonst? Tag-Team-Match, wenn die anderen schon vorher ein Match geworkt haben, wird auch nicht so lange gehen. Mhm. Punk gegen Heyman und Axel könnte man die Länge ziehen, alleine der ganzen Geschichte wegen. Mhm. Und die beiden Main-Events könnte man natürlich rein wrestlerisch in die Länge ziehen. Ja. Mehr als 26 Minuten pro Match der beiden Main-Events wird es aber trotzdem nicht. Das heißt, wir haben noch über eine halbe Stunde Leerlauf. Ja, da habe ich jetzt eben das Problem. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Filler-Matches oder sowas reinkommen. Aber passt es zu einer Night of Champions Card? Eigentlich nicht. Das heißt, gehen wir zu NXT? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass die NXT-Titel auf dem Spiel stehen? Nee, aber ich könnte mir, vielleicht noch vorstellen, dass man die Wyatt-Family noch in irgendein Match packt. Aber fragt mich jetzt nicht, gegen wen. Keine Ahnung. Einfach, damit die ein Match haben. Gegen R-Truth und... Ja, was weiß ich, aber halt, das wäre jetzt zum Beispiel noch... Justin Gabriel, der hat auch schon auf den Sack gekriegt von der Wyatt-Family. R-Truth und Justin Gabriel gegen die Wyatt-Family. Ryback gegen Dial Chopper. Ja. Oh je, oh je. Feed me more. Nee, aber wie gesagt, bei der Wyatt-Family könnte ich mir gut vorstellen, dass sie noch in irgendeinem Filler-Match auf der Card landen. Hm? Naja, was hätten wir eigentlich noch? Ich bin irgendwie nicht so ganz up-to-date. Ich schätze mal, dass auf jeden Fall ein paar Segmente noch reinpatschen und so. Sonst wäre es ja keine Show. Auf jeden Fall kann. Miss könnte man irgendwo ja, mit unterkriegen. Wenn man wüsste, wohin, vielleicht irgendwas gegen die Wyatt-Family mit rein oder so. Kein Schimmer. Weil das, also, Gabriel ein Pay-Per-View-Match kriegt, das glaubst du ja wohl selber nicht. Ich habe jetzt bloß überlegt, wen die Wyatt-Family schon angegriffen hat. Mhm. Und die anderen haben vielleicht, sind schon. Vielleicht kriegen wir auch einen Return von Kane. Zu früh. Ja, die Dreharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Stimmt auch wieder. Oder, Ach Mensch, gerade hatte ich noch irgendjemanden im Kopf. Wenn es dir noch einfällt, kannst du ja noch mal was sagen. Ja, genau. Also, das US-Titelmatch möchtest du mit drauf haben und das gewinnt Dean Ambrose. Mhm. Und die Wyatt Family vielleicht. Und egal was, die gewinnen. Ja, schätze ich mal. Ja. Okay. Jan, was hast du? Jetzt möchte ich was hören. Ich muss auch erstmal mit dem US-Title-Match daherkommen. Auch wenn es etwas langweilig ist. Und eigentlich muss es fast gegen Ziggler gehen. Einfach weil die beiden jetzt schon so ein bisschen miteinander aneinander geraten sind. Wir hatten es ja eigentlich schon so gut wie angekündigt, nach der letztwöchigen Smackdown-Ausgabe. Da wurde es aber nicht offiziell verkündet, bei Raw wurde es nicht mehr erwähnt. Ja, das ist auch das, was mich da, wo ich dann so denke, wenn ich dann aber überlege, wer könnte es noch, Christian wäre noch eine Alternative, aber obwohl der wahrscheinlich eher Verletzungen verkaufen muss. Ja, und außerdem hat er ja wohl eine Gehirnerschütterung, weshalb man das ja gemacht hat. Und da gehe ich davon aus, so wie ich es bis jetzt gehört habe, dass er bis Sonntag nicht die Freigabe kriegt. Ja, unwahrscheinlich, ja. Da ist dann halt natürlich die Frage, welche Faces sind es noch? Entweder es gibt natürlich die Möglichkeit, weil ja Shield auf der McMahon-Seite stehen, dass Ambrose, weil er den Titel hat und es ist Night of Champions, dass man sagt, er muss verteidigen und... Santino. Ja, und dann kommt Ach, Triple danke, H raus. Santino war das, wo ich gerade noch dran gedacht hatte. Ja. Dankeschön. Dein Triple H. Oh Gott, bitte nicht. dass dann Triple H oder irgendwer rauskommt oder auch Maddox, der hat ja sonst nichts zu tun und sagt, hier, ich habe einen super harten Gegner und dann kommt der Brooklyn Brawler oder sowas. Also irgend sowas wäre auch durchaus drin, nur das würde auch kaum Zeit füllen. Nichts gegen den Brooklyn Brawler. Ja. Und von daher bin ich jetzt mal ganz mutig und sage, das Match zwischen Paul Heyman und Curtis Axel gegen Punk kommt relativ früh. Und vor dem Main Event, also vor dem WWE-Titelmatch, kommt Punk nochmal raus und fordert den neuen Heyman-Guy raus. Und dann kriegen wir das Match zum ersten Mal bei dem Pay-Per-View. Oh. So. Also Punk Double Duty sozusagen. Ja.
Ich bin jetzt mal ganz mutig hier. Okay. Wäre mal was anderes. Aber wahrscheinlich wird es am Ende die White Family, die einfach irgendwen backsquasht. Zweimal. Willst die White Family auch noch mit drauf haben? Ich glaube, das wird ein zu viel. Von daher lassen wir es. Ja, aber wenn es kurze Matches sind, dann ist ja Platz, ne? Wie gesagt, eine gute halbe Stunde. Also jetzt, wenn wir ganz grob rechnen, ne? Ja. Haben wir noch über für alles, was jetzt noch kommen könnte. Also reicht dir das so? Ja, also zwei Matches wären es wohl, dass US-Title-Matches für mich fast, dass es in irgendeiner Weise kommt. Da gehe ich ganz stark von aus. Okay. Ja. Gut. Muss es ja eigentlich auch. Ich glaube, das ist das Offensichtliche, ne? Ja. Wenn es Night of Champions ist, dann müssen wenigstens ansatzweise alle Titel auf dem Spiel stehen, zumindest alle Champions, ne? Wenn nämlich Curtis Axel bloß auf der Karte steht, ist er ja wenigstens der Champion mit drauf. Und ja, Marc, was hast du denn so im Angebot? Jetzt komme ich wieder und frage hier mal die Lady und die Herrschaften, wer hatte denn mit dem Shield bis vor kurzem eine Fehde, bevor er dann auf ominöse Weise verschwunden ist und irgendwelche Writer ihn vergessen haben? Genau, Mark Henry. So, und der gute Mann könnte natürlich jetzt zurückkommen, den Ambrose mal so nebenbei mit dem World Strongest Slam abfrühstücken und US Champion werden. Ach, das wäre aber toll. Dann würde er ja den Titel mit zwei Events verlassen. Nee, die Events mit zwei Titeln verlassen. Ich war eigentlich für das Champion of Champions Match, wo dann alle World und WWE Champions gegeneinander und Henry gewinnt den ganzen. Also alle, die unter Vertrag sind natürlich heutzutage. Also du meinst das, was Andy und ich mal für diese tolle Gruppierung uns ausgedacht haben? So von mir aus auch. Auf jeden Fall gewinnt Mark Henry das Ganze und verlässt damit allen Titeln. Tag Team Titel auch alleine natürlich. Nein. Ja. Nein, aber wie gesagt, sollte es natürlich nicht dazu kommen, diese Jan geht schon. Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Nein? Der neue Tag hat begonnen. Ich halte mich zurück. Moin! Nein, wie gesagt, aber ich halte das gar nicht für ganz so ausgeschlossen, dass der gute Dean Ambrose natürlich seinen Titel verteidigen muss. Das wird ist jetzt der Nummer Night of Champions. Und dass ein guter Mark Henry da reingelaufen kommt und sich dann den Titel holt. Sofern natürlich nicht er vorher mit Big Show um die Tag-Team-Titel gekämpft hat. Okay, aber ansonsten Dean Ambrose gegen Mark Henry. Nein, kann ich ja nicht, weil ich ja den Tipp drin habe mit dem Tag-Team-Titelkampf. Und das beides wird auf keinen Fall passieren. Darum ist natürlich dann Dolph Ziggler die im Prinzip fast einzige Alternative. Also Dolph Ziggler oder wie manche ihn heutzutage nennen, Doghouse Ziggler, verliert den Kampf und innerhalb kürzester Zeit Dean Ambrose verteidigt. Und das war dann das United States Champion-Titel-Match auf der Karte. Doghouse Ziggler ist ja fast so gut wie Niveau-Staubsauger. Siehst du? Ja, also das wird natürlich kein Sieg für Segler werden. Und wie gesagt, da ich in Mark Henry und Big Show ja und mit Decky-Titel schon habe, und beides wird nun ganz klar nicht passieren, das ist mir auch leider klar, wird es wahrscheinlich dann wohl dann, also ich sage dann jetzt eben Segler und ja, Dean Ambrose verteidigt. Ansonsten ist schwer, was da noch auf die Karte drauf soll. Weil wie du richtig sagst, ein NXT Tag Team Titel Match werden sie nicht plötzlich aus dem Nix zaubern. Gewinnt Ambrose? Ja, klar, deutlich, ja. Deutlich. Jan, bei dir auch, ne? Ja. Ich glaube, wir waren bisher alle für Ambrose. Ja, so wie Segler im Moment da gestellt ist, hat er auch keine Chance gegen Ambrose. Also, auf keinen Fall. Würde natürlich Mark Henry dieses Match bestreiten, ist natürlich klar, wenn Titelwechsel. Nur mal so hier, nicht? Ganz nebenbei. Ja. Überraschung. Wie gesagt, also ansonsten wüsste ich auch nicht, was da noch auf die Karte drauf soll. Ich sage ja, NXT-Titel werden sie nicht aus dem Hut zaubern. Die kennt keiner auf der Karte. Das wäre aber die Möglichkeit für Paige zu debütieren im Hauptkampf. Ja, für Paige natürlich. Man könnte auch ein Tag-Team-Titel-Match machen. Dann wären es sicherlich Neville und Graves gegen die Ascension. Ja. Ist es alles nicht unmöglich, aber ich glaube eben nicht, dass sie so aus dem Nix, aus dem Hut zaubern und dem Mainstream, ja, weil Mainstream-Publikum das, genau, präsentieren. Weil das große Problem bei NXT ist halt, dass mehr ausländisches Publikum NXT verfolgen als Amis. Richtig. Weil Hua Yu rufe, denke ich, wollen sie nicht unbedingt. Und das könnte eventuell passieren. Könnte passieren, ja. Ja, oder No More Bo. Ja. Ja. Soll ich noch mal singen? Nee, einmal reicht. Also wenn der reinkommt in die Halle, dann schalte ich ab. Och, und ich singe Don't Stop Believing. Oh, das war grauenvoll. Das habe ich ausnahmsweise mitbekommen. Also ich meine... Wie Bo das gemacht hat. Ja, der schöne Großartig. Song.
Ich muss aber auch hier wieder sagen, wie bei Ryback, muss ich mal wieder der ganzen Runde widersprechen, Bo Dallas ist auch nicht der Wrestler im WWE-Kader, der mich am wenigsten unterhält. Wieso denn widersprechen? Ich mach das doch nicht aus Quatsch. Ich finde das gut. Ach so, gut. Na gut, ich hatte nur mitbekommen, dass Jan ja unseren lieben Bo gar nicht mag. Nee, also wenn Bo Dallas auftaucht, dann möchte ich, dass er nach Ryback reinkommt und ihn in 3 Sekunden squasht, ihn den NXT-Titel abnimmt und ihn gleich dann auch noch im nächsten See versenkt oder so. Aber dann ist der NXT-Titel ja weg. Nee, ich meinte jetzt Bo versenken. Ach so. Aber warum denn ausgerechnet Ryback? Naja, denn von mir aus auch Biggie Langston, dann hat er gleich sein... Ah, noch... Also die wäre jeder... Ryback, Bo Dallas und Biggie Langston im See versenken. Puh, also. Nee. Also wie gesagt, mich stört Bo Dallas nicht so wie manch anderen. Sag ich es mal so. Ist jetzt auch lange nicht, also ist weit entfernter irgendwo, dass ich den großartig oder da vor Begeisterung überschwappe, aber. Er macht seinen Job auch richtig gut. Er macht ihn gut und ich kann mit dem Mann ganz gut. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal richtig. Also, wir schweifen ein bisschen ab zu NXT, aber ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob sowas in der Form schon mal gegeben hat, dass wirklich ein Face, der offensichtlich genau das sein soll, ein Face von der Ausrichtung her, des Gimmicks, ausgebuht wird, das aufsaugt, als ob er bejubelt wird und daraus ein Ding macht, was ich glaube ich so noch nicht erlebt. Das war doch mal großartig, das Segment. Also das ist großartig, unterhaltsam auf jeden Fall. Also es hat mich unterhalten. Ja. Und das ist, denke ich, das Wichtige. Der Effekt. Genau. Ja. Und das, denke ich, das unterhält mich jemand, unterhält mich jemand nicht. Und das hat mich unterhalten. Das muss ich wirklich sagen. Dieses, ja, die finden mich doch alle toll. Hier, die rufen Bo. Merkt ihr das alle nicht? Also es hat mich unterhalten, das muss ich so sagen. Wie gesagt, Bo Dallas ist jetzt, muss nicht jetzt der nächste WWE-Champion werden, um Gottes Willen, aber das muss nach mir nicht, aber das, was er da bei NXT macht, ist bodenständig und korrekt. Bodenständig? Bodenständig, siehst du, genau. Also er macht seinen Job gut. Also wie gesagt, geht auch mit deutschen Wörtern. Ja, genau. Aber gut, das ist sicherlich wie alles, ist es ja auch, also auch das sicherlich natürlich Geschmackssache. Ja, Marc, aber jetzt kommen wir wieder zum Event zurück. Ja, ich weiß kein weiteres Match. Mann, dann nicht. Weil es ist halt Night of Champions und alle Titel sind weg. Die sind jetzt erledigt. Also da müssen sie nichts mehr machen. Kann natürlich wirklich sein, dass die Wyatt Family da 5 Jobber jetzt besiegt, was Ryback mit 3 geschafft hat. Aber auch das halte ich nicht für wahrscheinlich. Was unwahrscheinlich sein. Also, wie gesagt, mach sein, dass sie noch irgendwas machen, wann das den Kofi Kingston irgendwie noch auf die Karte klatschen, weil im Moment zeigen sie wieder sehr gerne Kofi Kingston. Dass der wieder irgendwie. Aber der wäre ja eher im IC-Titel geschehen. Irgendwie schon, ja. Aber dass irgendwie sowas kommt, aber das ist, denke ich, sehr ins Blaue hineingetippt, weil da kann jetzt fast alles kommen, was dann so als Füllermatch anbringen könnte. Kann auch ein längeres Segment natürlich werden, dass irgendjemand sich nochmal den Frust von der Seele redet. Mist-TV mit irgendwas. Zum Beispiel, dass Hunter vielleicht nochmal sich irgendwo ausbreitet. Oder sollte Edge da sein, vielleicht nochmal eine Cutting-Edge. Richtig, oder auch das. Aber 3 in einer Woche ist ein bisschen viel. Ja, wahrscheinlich auch wieder. Stimmt auch wieder. Für Laura nicht, aber für den einen oder anderen. Das ist Overkill dann. Ne, also ein bisschen schwierig. Also Edge vielleicht dabei. Also ich weiß nicht, was bei SmackDown war, sag ich gleich. Ich habe diese Spoiler noch nicht gelesen. Okay. Ja, jetzt weiß ich jetzt zumindest, dass ein Cutting Edge dabei ist. Laura dachte ich mir, wenn Edge dabei ist. Ne? Der William sagt übrigens das Gleiche, was ihr bisher auch gesagt habt, dass es ein US-Titel-Match geben wird zwischen Dolph Ziggler und Dean Ambrose. Sagt aber auch, dass es eindeutig in der Titelverteidigung von Ambrose enden wird. Also da seid ihr euch auch alle einig. Ja. Und was natürlich bedeutet, am Ende gewinnt Ziggler, weil er ist nicht im Doghouse. Wie alle immer glauben. Ich sehe das schon kommen und dann heißt es wieder, ja. Aber Shield ist im Doghouse, weil jetzt hat Ambrose den Titel verloren. Ja, aber andererseits würde Ziggler der US-Titel wirklich weiterhelfen, auch nur bedingt. Also ja, eigentlich. Der US-Titel ist eigentlich immer mit Bedeutungslosigkeit gleichzusetzen. Jein. Ich glaube oft, dass ein Wrestler auch einen Titel macht. Ne? Also nicht umgekehrt. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob ihm das wirklich schaden würde. Nee, schaden nicht. Denn es wäre ja Gold um die Hüfte. Ist vielleicht nicht der Titel, den er haben will, aber es ist Gold um die Hüfte. Mhm. Und das ist das Ziel von jedem, der da unterwegs ist. Und ich habe das ja schon mal gesagt. Ich glaube auch, dass wenn ein CM Punk zum Beispiel mit dem EC-Titel, haben wir letztes Mal drüber geredet, CM Punk mit dem EC-Titel den Event verlassen würde, wäre das auch nicht zwangsläufig was Schlechtes, sondern eher was Gutes, weil eben tatsächlich Wertigkeit in diese Titel gelegt wird. Ja. Dann.
Das wäre ähnlich wie damals mit Jericho, nachdem er schon ein Disputed Champion war. Richtig, richtig. Genauso kann man das sagen. Gut, ich schließe mich mal einfach mal an. Ja, ich mache hier die langweilige Variante. Ich gehe mit Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler, weil ich einfach keinen anderen sehe um den US-Titel da im Moment. Und ein weiteres Match habe ich auch nicht. Einfach aus dem Grund, wie Marc das gesagt hat, ich glaube, dass Night of Champions was für Titelträger ist. Also zumindest war es bisher so. Ich weiß nicht, ob es eine Night of Champions Card schon mal gab, wo kein Titel, also ein Match, was kein Titelmatch war. Ja, das wüsste, wüsste Lenny wahrscheinlich wieder. Ich glaube, letztes Jahr gab es eins. Ja? War das? Also ich meine, dass es schon mal eins gab, da muss ich jetzt. Gab es bestimmt schon mal, weil so eine Frage wie nie ist ja meistens, da kriegst du meistens Antwort, bumpf, gab es schon mal. Ja. Okay. Ich sage aber auch Titelverteidigung Dean Ambrose, weil ich eben dann doch aktuell die Darstellung von Dolph Ziggler sehe und dann eben daraus nicht wirklich realistisch den Titelwechsel erkennen kann, obwohl eben auch häufig schon genau das passiert ist aus so einer Niederlagenserie, in der ja gerade Dolph Ziggler dann sich befindet, Niederlagen gegen Ryback und Bray Wyatt. Und da gab es auch schon mal dann durchaus einen Titelgewinn, der dann ganz überraschend kam und dann war alles wieder gut. Aber ich sehe es nicht so richtig, deswegen sage ich Dean Ambrose. Und als weiteres Match, keine Ahnung, würde ich am ehesten gerne einen von den NXT-Titeln sehen. Ich weiß nicht, also das tippe ich nicht, das ist auch egal, ob man das tippt oder nicht, aber ich würde einfach dann gerne einen der NXT-Titel verteidigt sehen. Und ja. Also mal gucken, was am Ende dann wirklich kommt. Triple H gegen CM Punk hatten wir, Night of Champions 2011 zum Beispiel. Ah, richtig, da habe ich mich schon drüber aufgeregt. dass das Match zwar ein gutes ist, aber dass das einfach nichts zu suchen hat auf der Card mit dem Namen. Mhm. Naja gut, das war damals der Hintergrund. Also wieder CM Punk, der dann in einem Nicht-Titelmatch steht, wahrscheinlich. Wir haben immer das Glück, außer 2012. Da war er WWE-Champion. Da war er Champion, ja. Night of Champions ist eh eine großartige Veranstaltung, wenn man mal auf 2008 und 2011 zurückblickt. Oha, jetzt kommt was. Ja, da ist damals der ECW-Titel 2008 an einen großartigen Mann gewechselt, an denselben großartigen Mann 2011 der Welt-Heavyweight-Titel. Nur mal so als Schleimel. Heißt man zufällig mit Vornamen Mark? Das ist wohl so richtig, ja. Nur mal so zur Night of Champions. Aber, wie gesagt, 2011 fand... Callaway mit Nachnamen. Bitte? Callaway mit Nachnamen. Nein. Wie gesagt, 2011 fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Also was schlimm sowieso nicht, aber nicht ganz so bedeutend, dieses Match Triple H CM Punk, weil eben die anderen Titel auf dem Spiel standen. Dieses Mal finde ich es eben ein bisschen tragisch, dass der IC-Titel anscheinend komplett vernachlässigt wird. Das sollte bei Night of Champions halt nicht sein. Wenn es denn so kommt. Vielleicht wird es ja noch ein IC-Titel-Match und ich habe mich hier ganz umsonst. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Benachteiligung oder Vernachteiligung des Titels ist. Denn er ist ja präsent. Ja, aber es ist das Pay-Per-View-Konzept. Ja, das richtig. Ist halt das. Aber das haben sie dieses Jahr nicht gesagt. Es ist keine Benachteiligung des Titels, aber des Pay-Per-Views. Dadurch verliert der Pay-Per-View im Prinzip diese einzigartige Bedeutung, die er im Jahr hat. Ja. Aber sie haben es ja dieses Jahr nicht gesagt. The only night where... Blablabla, das haben sie ja diesmal nicht gesagt. Nein. Ne? Also ganz natürlich auch nicht ganz ohne Grund, weil es ja offensichtlich nicht so ist. Aber, Ist ja auch kein Weltuntergang, aber... Nein, die dreht halt, sich egal wie weiter. Genau, aber es ist halt ein bisschen unglücklich, möchte ich sagen. Unglücklich. Gewählt, ja. Aber dennoch ist das Match, was hier kein Titelmatch ist, dennoch eins, auf das sich die meisten freuen. Das spreche ich ja auch gar nicht ab. Auch Triple H gegen Punk war ja, wie du sagst, nichts Verkehrtes. Richtig. Darum geht es ja auch gar nicht. Wenn es, wie gesagt, nicht wieder Ryback gegen drei Jobber ist, ist das schon in Ordnung. Waren es eigentlich wirklich drei oder habe ich das schon, zähle ich schon ein zu viel? Es waren schon drei. Es waren auch zeitweise drei, nicht? Ja. Ja. Okay. Und es gab sogar Events, wo Tensai und Ryback Squash-Matches bekommen hatten. Ja. Ja, langes her. So, Aber Tensai hätte ich gegönnt, dass er weiter Leute wegsquasht. Obwohl ich auch Ryback nicht so stecke. Aber das hatten wir alle schon. Haben wir schon geklärt. Weiter. Weiter im Text. Ich habe nichts mehr. Oh. Gut, okay. Ich bin fertig. We are done with wrestling. No. Done with wrestling ist auch mal nur eine ganz. Das ist was ganz anderes. Das werden wir auch nie sein. Nein. Also ich zumindest. Also ich auch nicht. Stimmt. Das ist ja nicht schön, sowas. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Und aus der Entfernung ruft der Leo eben seinen Text. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Laura, wie hast du dich gefühlt in der Runde? Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist schön. Die anderen frage ich nicht. Die haben sich Facebook zu fühlen. Ja, ich so. Fand sie völlig daneben, aber das weißt du. Ich mache das nur mit dem Geld, das weißt du doch. Ja, ich weiß. Wenn du dich weiß. So bezahlen würdest, würde ich gerade sitzen. Gut zu wissen. Ja, du nicht. Tja, Matze, was nun? Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.